Hallo und herzlich willkommen in Gottes Haus. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Schön, dass ihr voller Erwartung seid, was der Herr heute für uns alle hat. Und lese diesen besonderen Text, der ist mir heute so aufgefallen und ich dachte, das ist der richtige Fokus, den wir haben sollen. In der Erwartung, dass Gott mehr für uns hat. Amen. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, durch den Sohn, ja, den er eingesetzt hat zum Erben aller Dinge und durch den er die Welten geschaffen hat. Er, der Abglanz seiner Herrlichkeit und Abbild seines Wesens ist. Halleluja. Der das All trägt, ja, mit seiner Macht, hm, der Reinigung von den Sünden geschaffen hat. Er hat sich zur Rechten der Majestät in den Höhen gesetzt, weit erhabener geworden als die Engel, wie er auch einen Namen geerbt hat, der den ihrigen weit übersteigt. Ja. Das Halleluja. Ist unsere Sicht für diese Zeit, die wir jetzt miteinander haben werden. Und wir wollen miteinander beten, indem wir aufsehen auf Christus, aufsehen auf Jesus. Es geht alles, yes, nur, Amen, um ihn. Vater, wir danken dir für deinen Sohn, Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir gerufene Menschen sind von ihm. Dass wir hineingerufen sind in sein Reich. Dass wir mit eingesetzt sind in den Himmelswelten. Dass wir mit eingesetzt sind zu regieren. Und dass er zu Rechten der Kraft Gottes sitzt und sich für uns verwendet. Wir danken dir, Jesus, für deine Majestät, für deine Autorität, für alles, was du bist. Und du bist so viel höher als alle Engel in der Himmelswelt. Yes. So viel höher. Ein Namen, der über alle Namen ist, der ist uns gegeben. Und wir preisen und wir ehren dich, Jesus. Herr, in dir ist das ganze All. Du trägst es in deiner Macht. Das gesamte Universum, du trägst es in deiner Macht. Du bist der Herr der Herren. Du bist der König der Könige. Du bist der helle Morgenstern, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und das Letzte. Du bist Christus und wir preisen dich, wir ehren dich und es geht um dich. Du allein bist der Herr, zu dem wir aufschauen. Du bist der Herr, dem wir unser Leben gegeben haben und hinter dem wir herlaufen. Du bist derjenige, mit dem wir in Ewigkeit verbunden sein werden. Und wir preisen und ehren dich dafür, für das Vorrecht, deine Kinder, deine Geliebten sein zu dürfen. Yes, in Jesus name. Amen. Herr, wir danken dir, dass wir voller Erwartung sind, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen, der jetzt hier dabei ist. Herr, wir sprechen aus, es wird eine Veränderung geben. Wir sprechen aus, es wird etwas werden, wo wir hinterher sagen, ich bin so gestärkt, ich bin so ermutigt, ich bin neu ausgerüstet, weil das Wort Gottes in unsere Herzen gefallen ist. Ja. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Yes. Amen. Yes. Der Name, über dem, der über allen Namen ist. Ja. Der Name, wo sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Genau. Jede Zunge heißt jede Zunge. Ja. Egal, welche Position irgendwelche Menschen oder Mächte oder was auch immer oder heute Engel haben mögen, jede Zunge und jedes Knie wird sich beugen vor unserem Herrn. Amen. Genau. Und unser Anliegen, unser beider Anliegen ist es, nicht unser Name. Wir wollen euch nicht an uns binden, sondern wir wollen euch an den Herrn binden. Absolut richtig. Wir wollen euch in diesen Kontakt mehr reinführen. Wir wollen euch erzählen von dem, wer er ist, wie er ist, dass er da ist und dass er für jeden erreichbar ist. Er ist nicht ferne von einem jeden von uns, sagt die Schrift. Ja. Und das ist ein großes Vorrecht, was wir beide haben, dass wir zu euch entfernt. Ja, und dass wir zu euch sprechen dürfen. Das ist ein Vorrecht, dass wir mit euch Zeit teilen können, um uns wirklich beschenken lassen zu lassen von seiner Kraft, von seiner Zuversicht, von seiner Hoffnung. Alles, was er heute hat, ist mehr für uns. So, und wir sind gespannt, was heute
einfach auf seiner Agenda ist. Ein bisschen haben wir was. Wir haben ein bisschen was. Und es ist so, wir selber sind ja gesegnet von der Vorbereitung, von dem Vorrecht, euch in das Wort Gottes hineinführen zu können. Ja. Es ist etwas, was für uns auch etwas ist, wo wir weiterkommen, wo wir einfach im Segen Gottes merken, wie wir vorangehen, wie seine Gnade da ist, wie der Heilige Geist uns leitet mit den Themen, worüber es gehen soll und so weiter. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das kommt einfach aus der Beschäftigung dann. Über Tage sind wir dran und überlegen und beten und fragen, was der Herr möchte, darüber wir sprechen. Und das formiert sich dann immer mehr und es ist einfach klasse. Es ist ein echtes Vorrecht. Wir sind selber gespannt, was wird am Freitag wieder dran sein. Also wir haben keinen Marketingplan oder sowas, wo wir wissen, wochenlang vorher, was geplant ist. Wir haben keine Ahnung, was nächsten Freitag ist, sondern wir gehen da einfach rein und lassen uns das vom Herrn immer wieder neu schenken. Oft ist es davon abgeleitet, was wir wahrnehmen, auch im gesellschaftlichen Bereich, im politischen Bereich, im persönlichen Bereich, in dem Bereich, im Austausch mit Geschwistern und eigentlich am meisten in dem Austausch mit dem Herrn. Wenn wir im Gebet sind, dann spricht er zu uns. Und das ist etwas, was wir dann aufnehmen und was wir mit euch teilen wollen. Amen. So, und das Erste, was ich gerne mit euch teilen möchte, das ist, jemand hat uns angeschrieben. Übrigens, danke für jede Post in dieser Woche. Es waren wieder sehr bewegende Dinge dabei. Und auch sehr ermutigende, auch Zeugnisse. Wir sind sehr, sehr dankbar. Wir haben alle gehört, wir haben auch alle gelesen. Wir haben schon angefangen zu beten dafür. Und jemand hat uns angeschrieben und hat gesagt, ja, es kommen von Christen im Widerstand auf der Webseite Leute dazu und sie fragen sich, was machen denn Martin und Sigrid, wenn sie beten und sie beten da nebenbei irgendwas oder sagen irgendwas? Ist das Hebräisch oder was ist denn das eigentlich? Nein, wäre schön, ist aber leider nicht. Ja, wäre schön. Das ist das, wo wir sagen, wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und er hat uns eine Sprache, eine Gebetssprache, eine Himmelssprache geschenkt. Und die ist nicht nur für uns, die ist auch nicht nur für irgendwelche Pastoren oder für Leiter oder irgendwas, sondern der Herr hat sie jedem gegeben. Jedem Kind Gottes. Denn Jesus hat gesagt, wenn ich gehe, werde ich euch einen senden, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Das Amen. Ist der Tröster, das ist der Vertreter, der Advokat, das ist der wirklich uns in Wahrheit und in Gerechtigkeit leitet, der zu unseren Herzen spricht über das, was wir tun sollen. Und wir haben das beide erlebt. Der Heilige Geist. Wir haben das beide erlebt. Wir haben das nicht von Anfang an unserer Bekehrung so erlebt, sondern es kam viele Jahre später. Ja. Und angefangen hat es eigentlich mit Büchern. Wir haben Bücher gelesen über die Person des Heiligen Geistes und wir haben uns danach ausgestreckt und wir wussten, dass das, was wir bis dahin hatten, eigentlich nicht alles war. Wir wussten, Gott hat mehr für uns. Ja, und wir haben uns wirklich durchgelesen, haben Predigten gehört, sind wirklich viel auch gefahren, zu Konferenzen, zu Veranstaltungen, wo einfach über das Wirken und über die Person des Heiligen Geistes berichtet wurde. So, was wir tun wollen, das ist, wir wollen euch helfen, auch in der Art und Weise, dass ihr das erfahren könnt, wenn ihr dieses Buch lest. Da sind viele Fragen beantwortet, da sind Grundlagen beschrieben. Es ist sehr gut zu lesen. Es hat ein Pastor geschrieben, der selber sich auf den Weg gemacht hat, um mehr vom Heiligen Geist zu erfahren. Ja, und der durchaus auch kritisch war und kritische Fragen hatte und seine Bedenken hatte und so weiter. Ja. Ist ein wirklich gut geschriebenes Buch, also sehr schön. Wenn man einfach die Frage hat, okay, wie kann ich mehr vom Heiligen Geist erfahren? Ja. Um was geht es da überhaupt? Ja, genau. Wie ist das? Wie kann ich das persönlich in meinem Leben haben? Mhm. Ja, das Buch haben wir bei uns im Shop. Überrascht vom Heiligen Geist. Genau. Es gibt mehr, als du denkst.
ist der Untertitel. Ja. Das hatte mir so gut gefallen. Deswegen hatte ich mir das eigentlich auch geholt und habe es mit großem Gewinn gelesen. Ich wollte nur noch mal sagen, das hier ist nicht der Werbeblock. Ich habe in dieser Woche wirklich einen Hinweis durch den Herrn bekommen, dass wir nicht sagen sollen, Werbeblock, weil das ist immer so, welche Zahnpasta nimmst du oder welches Deo oder irgendwie sowas, sondern ich will das verändern im Sprachgebrauch und will sagen, Ratgeber. Das hier, dieses Buch ist ein Ratgeber. Niemand wird dich zwingen, das zu nehmen, aber du kannst es nehmen, du kannst es lesen, du kannst wachsen, du kannst mehr von Gott erfahren. Ja. Es gibt mehr, als du denkst. Amen. Wobei wir auch natürlich ein Seminar haben, ja, über stimmt. den Heiligen Geist, über Geistestaufe, genau. worum es da geht. Einfach auf der Webseite, ja. Da kann man schauen und sich ja. informieren. Also über den Heiligen Geist haben wir verschiedene Predigten gemacht und ja. tatsächlich ein Seminar, einfach worum es da geht. Ja. Zungenrede, Geistestaufe und so weiter. Es ist ein Stressthema, aber wenn es dich interessiert, kannst du da wirklich ja. gut einsteigen. Und dieses Buch empfehlen wir von Herzen. Aber hat uns in unserem Leben, in unserem Glaubensleben extrem geholfen, extrem weit gebracht. Ja. Und wir wollen euch das einfach ans Herz legen. Genau, das war etwas sehr Schönes, was jetzt, uns wachsen lässt. Jetzt kommt etwas jetzt, weniger Schönes. Ja. Jetzt kommt sogar was ziemlich Uncooles. Ja. Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich nach dieser Ansage ziemlich betrübt sein. Aber ist halt so. Ja. Unsere geplante Konferenz Neuland, 2. bis 4. Oktober, wir werden sie verschieben. Wir werden sie auf nächstes ja. Jahr verschieben. Sie wird nicht stattfinden, jetzt im Oktober, wie geplant. Und ja. zwar haben wir jetzt auch mit der Halle dort oben ja. konferiert, gesprochen, die ganzen Sachen abgewogen und so weiter. Und ich sag mal so, nach all den Maßnahmen, die wir wahrnehmen müssten, um die Veranstaltung durchführen zu können, ja. nach all den Regularien und Einschränkungen und sonst die was. Die Auflagen. Die Auflagen. Also mal ehrlich, wir könnten niemand die Hand auflegen zum Segnen. Wir könnten keine Segenstraße bauen. Wir könnten nicht ordentlich Lobpreis machen. Wir könnten uns nicht frei bewegen. Wir könnten nicht marschieren. Wir könnten keine nicht mal Antwort. Richtig singen oder jubeln oder sowas. Ja, tanzen und so. Also die Leute nicht umarmen. Ehrlich, hier, das sind wir nicht. Weißt du, bei uns, wer schon mal bei unseren Konferenzen war, das ja. ist wirklich bunt und laut und Freiheit im Geist. Freundlich und ja. Family, ja, so ein richtiges Family-Treffen. Und diese Maßnahmen, die machen das zu einer steifen, komischen, spinnerten Veranstaltung, zu einer Farce, wo wir gesagt haben, das sind wir nicht, das kriegen wir gar nicht hin. Wir müssen ständig ja. Polizei spielen und das überwachen. Und es muss auch vom Ordnungsamt genehmigt werden. Mhm. Mit diesem netten Ordnungsamt haben wir schon eine nicht so angenehme Begegnung gehabt. Also wir würden vermuten, dass dann während der Veranstaltung auch jemand dabei wäre, der das ja. checkt und macht. Also kurz und gut, wir haben gesagt, das kriegen wir nicht übers Herz. Also das ja. funktioniert bei uns nicht. Und auch die Begrenzung und so weiter von der Größenordnung. Also es tut uns von Herzen leid. Wir würden das. Wir hatten ja gehofft, bis jetzt auch wirklich, dass ja. die Maßnahmen, als wir das im Herzen hatten, zu machen, die Konferenz, da haben wir gedacht, okay, das ist noch lange hin, da werden sich die Dinge ja. wieder ergeben, es werden die Maßnahmen gelockert, man kann wieder unbegrenzt an Veranstaltungen teilnehmen. Das ist in manchen Bundesländern tatsächlich so. Nee, nicht wirklich. Manche haben geschrieben, man kann da viel machen, hier viel machen. Aber was in allen gleich ist, ist, die Auflagen und das Hygienekonzept muss beachtet und gestrickt werden und auch wirklich durchgezogen werden. Und das ist für uns einfach nicht machbar. Nee, also das funktioniert nicht. Also wir würden ja. wahrscheinlich heulen bei der ersten Veranstaltung abbrechen, weil das einfach so eine komische, also das geht nicht. Kurz und gut, wir haben uns das echt nicht leicht gemacht, wir haben gebetet, ja. wir haben gerungen, aber wir werden diese Konferenz zu dem Zeitpunkt nicht durchführen. Solltest du schon ein Zimmer gebucht haben oder irgendwie was, genau. Ich denke, du kannst es noch rechtzeitig stornieren, deshalb auch jetzt die ja. Ansage. Und wie gesagt, wie wir wissen, wenn irgendwas ist, dann
melden wir uns, die Halle ist uns wohlgesonnen und so wie wir sagen, Achtung, wir können jetzt etwas freier das Ganze machen, dann wird das möglich sein. Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal sagen, wir haben bei unserem Seminarzentrum auch keine Veranstaltung. Also wir haben momentan eigentlich überhaupt keine Veranstaltung, also weil in dem Seminarzentrum, die man besuchen kann. Ja, ja, nichts. Wir sind hier in unserem Studio und machen das hier, weil wir haben bei den in dem Seminarzentrum, da könntest du vielleicht mit 18, 20 Leuten da oben kommen mit den ganzen Maßnahmen. Ja. Das funktioniert alles nicht. Wir wollen lieber hier den Livestream machen, euch damit segnen und wir denken, dass das momentan für uns das Beste ist, was der Herr uns da schenkt. Wenn du jemanden kennst, der sich für die Konferenz angemeldet hat, dann sei so nett und sag ihm Bescheid. Es wird auch an alle, die dich angemeldet haben, noch ein E-Mail jetzt rauskommen, aber wir wollten euch das erstmal auf diese Weise wissen lassen. Ja. Ja? Und noch ein allerletzter Punkt, die Strafen, wir haben das dann mal durchgespielt mit dem Hotelmanagerin da, die Strafen wären so exorbitant bei Nichtbeachtung, das können wir nicht stemmen, das funktioniert auch von der Seite nicht. Ne? So, also tut uns leid, aber wahrscheinlich, oder wir beten, dass der Herr zu einem anderen Termin einen umso größeren Durchbruch und Sieg schenken möge. Ja. Amen. Wir halten an dem neuen Land fest, dass wir alle in Neuland hineinkommen. So, ich möchte jetzt starten und möchte, vielleicht habt ihr es auf der Webseite gelesen, das Thema, wie kann ich wirklich mit dem Wort Gottes in dieser speziellen Zeit, in der wir alle sind, wie kann ich da überwinden, wie kann ich da durchkommen, wie hilft mir der Herr, wie spricht er zu mir, was sagt er mir, damit ich gut durch diese Zeit hindurchkomme. Was wir alle merken, ist ja, dass wir in den letzten 7 Monaten in eine vollkommen neue Zeitspanne, eine neue Zeit, einen Abschnitt eingetreten sind. Was wir alle nicht wissen ist es wirklich ein Abschnitt oder bleibt es? Wir haben ja gerade gehört, mit der Konferenz hatten wir eigentlich gedacht, es ist nur ein Abschnitt. Und dann geht es wieder irgendwie weiter, vielleicht nicht so wie vorher. Das haben wir sehr schnell verstanden, dass das nicht gewollt ist. Denn es ist ja ein weltweites, verändertes hervorgekommen. Sondern wir haben gedacht, die Lockerungen kommen. So, und das ist etwas, was wir wirklich schmerzhaft jetzt erlebt haben. Und das haben einige von euch auch schon schmerzhaft jetzt erlebt, dass die Dinge, die ganze Einstellung, die Gesellschaftsform, das soziale Miteinander hat sich komplett verändert. Du weißt nie, wenn jemand eine Maske trägt, ist er mir wohlgesonnen oder nicht. Man muss schon sehr, sehr genau in die Augen schauen, um zu merken, oh, die Person ist eigentlich ganz freundlich gesonnen. Und das hat mit uns allen etwas gemacht. Was dazu kam, ist, dieses Social Distancing hat in Familien, in Freundeskreisen, Mitarbeitern untereinander im Job, beim Arbeitsplatz, im Hauskreis, in der Gemeinde mittlerweile tiefe Risse hervorgebracht. Das hätte niemand von uns für möglich gehalten. Wir haben einige Zuschriften bekommen, wo Leute sogar sagen, meine Meinung ist eine andere. Ich bin sehr kritisch mit den Maßnahmen und ich finde keinen, der wirklich mit mir übereinstimmt. Im Gegenteil, ich werde so in Frage gestellt, dass es besser ist, ich gehe nicht mehr zum Hauskreis, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde oder wie auch immer. Das sind schmerzhafte Prozesse und die werden auch sehr, sehr schmerzhaft erlebt. Und ich denke oder wir denken, dass Gemeinde, das Gemeindeleben, wie wir das vorher hatten und gekannt haben, es wird sich so nicht mehr darstellen. Es wird sich so nicht mehr abbilden, sondern Gemeinde muss sich ganz neu definieren.
Wir vermuten, dass es mehr in die Richtung geht, dass sich wieder Hauszellen, Hauskirchen, diese Gruppen, dieses Miteinander von Haus zu Haus, dieses Treffen in den kleineren Kreisen darstellen wird. Wir müssen warten und vor allen Dingen müssen wir beten, dass diese Dinge hervorkommen, die das Reich Gottes bilden. Es geht ja nicht darum, dass wir uns treffen, um miteinander Kaffee zu trinken. Das ist nicht unsere Absicht, das ist nicht unser Ziel. Das ist etwas, was, ja, was dazukommt, was schön ist, was nett ist. Aber im Eigentlichen geht es ja darum, dass wir uns treffen, um Gemeinschaft zu haben, im Brotbrechen und im Gebet. Und das sind die Dinge, die wir jetzt im Moment erleben, dass sie wirklich außer Kraft gesetzt sind. Und jetzt wird es Herbst, es wird Winter, die Open-Air-Veranstaltungen können so auch nicht mehr durchgezogen werden. Und wir müssen beten, im Gebet wiedergefunden werden, dass wir die Dinge im Gebet begleiten. Und im Gebet werden die meisten Dinge entschieden. Nicht mit natürlichen Worten, nicht mit natürlichen Aktionen, obwohl ich die auch respektiere, gut finde, Leute, die von Gott gehört haben, zu Demonstrationen zu gehen, sich zu positionieren, wirklich von Gott zu hören, wo ist mein Platz? Das ist sehr, sehr gut, aber wir müssen auch oben auf dem Berg stehen, in der Höhe stehen, so wie Mose, Hur und Aaron, und wir müssen in dieser Gebetswacht stehen. Im Moment nehmen wir eine kleine, wie soll ich sagen, Entspannungspause wahr. Vieles wird ein bisschen neu dargestellt in den Medien. Manchmal liest man, die Wirtschaft wird ja gar nicht so schlimm abschmieren oder alles war ja gar nicht so gemeint oder wie auch immer. Das würde ich im Moment ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen wollen. Die Statements, die den Riss eigentlich vergrößern, weil viel mehr Leute kommen jetzt ins Trudeln und sagen, ja, was ist denn jetzt? Was ist denn Wahrheit? So, demgegenüber haben wir ja auch das prophetische Wort. Ihr habt alle, oder wer es noch nicht hat, kann es bei uns bestellen, ihr habt alle diesen prophetischen Wegweiser bekommen und darin sind die prophetischen Worte geschrieben, die hat Martin gesammelt und wir haben sie rausgebracht, damit wir einen Leitfaden haben und nicht überrascht sind von den Dingen, wie sie sich gestalten. Und wir nehmen jetzt halt wahr, dass diese Erschütterungen weitergehen werden. Es ist jetzt eine kleine Zwischenphase. Wir müssen schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und in einem der anfänglichen Livestreams, die wir gemacht haben, so im April, da hatten wir davon gesprochen, dass es zu dieser ersten Wehe gekommen ist. Ihr erinnert euch, Jesus hat davon gesprochen, dass wir diese Wehen wahrnehmen werden. Und er hat gesagt, wenn ihr dies alles seht, und er hat dann viele Dinge aufgezählt, wenn ihr dies alles seht, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Habt keine Panik, sondern erhebt eure Häupter, denn euer Heil naht. Diese erste Wehe, das hatten wir damals auch beschrieben, das ist so, wie wenn eine hochschwangere Frau ist, sie merkt, ja, da gibt es in den letzten Monaten vor der Entbindung, vielleicht in den 2 oder 3 oder 1 Monat, je nachdem, gibt es diese Wahrnehmung von Wehen, von kleineren Veränderungen. Die sind aber nicht so schwierig. Sie werden nicht als so krass erlebt. Aber es gibt einen Zeitpunkt, wo es heißt, jetzt geht's los. Und das ist der entscheidende Faktor, wenn nämlich dann die Frau ihre Sachen packt und sie geht ins Krankenhaus, weil dieses jetzt geht's los ist eine Wehe, die sehr, sehr schmerzhaft ist und die eine bestimmte Aktion fordert. Das heißt, jetzt wird es in diese Phase der Entbindung reingehen. Und das ist etwas, was wir
empfunden haben, als es zu dem Lockdown gekommen ist. Diese weltweit ausgelöste Wehe, jetzt geht's los. So, also in den Wehen, die unter einer Entbindung sind, kommt es auch immer wieder zu solch einer Wehenpause. Das ist, wenn das so ein bisschen abflacht, die Schmerzen sind dann nicht mehr so schlimm und man muss dann mitarbeiten, damit man wirklich sich auf die Geburt fokussiert. Niemand käme in dieser Zeit, in dieser Wehenpause darauf, dass man sagt, okay, dann lass uns jetzt Kaffee trinken gehen oder oh, ich habe heute noch nichts gegessen, lass uns ein Essen essen. Das wird nicht so sein. Das ist nicht möglich. Sondern die Wehenpause kann höchstens bedeuten, einen kleinen Schluck Wasser zu sich zu nehmen. So habe ich es jedenfalls erlebt. Aber man muss dranbleiben. Man muss fokussiert bleiben auf diese Geburt. Und man muss mitarbeiten, dass es zu einer guten Geburt kommt. Viele Frauen werden vorher schon angeschrieben, dass sie einen Vorbereitungskurs machen. So, und wenn wir das jetzt auf unsere Situation hier bei uns in Deutschland, aber weltweit auch anlegen, dann müssen wir verstehen, wenn es zu einer Wehenpause kommt, nicht davon auszugehen, ach, jetzt sind wir ja schon durch und jetzt machen wir weiter wie vorher. Das wäre nicht gut. Das möchte ich wirklich so sagen, weil ich das so empfunden habe. Es geht nicht darum, ja, jetzt stehe ich auf und jetzt haben wir ja endlich das ganze Ding hinter uns. Nein, wir müssen fokussiert bleiben auf das, wie der Herr sich bewegt, wie das Reich Gottes sich bewegt, wie die Erschütterungen weitergehen, wie das prophetische Wort auch von Arndt Kischkel gesagt hat, es kommen 5 Ereignisse, die uns zeigen werden, welche Dinge kommen. Das ist wie 5 heftige Wehen und wir müssen fokussiert bleiben. Der Fokus ist immer auf das Letzte, auf das Kind, dass das Kind zur Geburt kommt. Und wir wollen Leute sein, die das Reich Gottes im Blick haben, dass der Herr kommt, dass es zu einer wirklichen Bewegung von seiner Hand kommt, dass es zu Zeichen und Wundern kommt und dass die Dinge sich verändern. Wir haben das letzte Mal über dieses, oder das vorletzte Mal über dieses prophetische Bild gesprochen mit dieser Lichtkugel. Schau dir das nochmal an. Auf der Webseite haben wir ja dieses Wort auch noch in der Predigt stehen. Und da kannst du dann wirklich das nochmal im Gebet begleiten. Es ist ganz wichtig, bleib fokussiert. Lehn dich nicht zurück und sag, oh, Gott sei Dank, jetzt war's, jetzt ist endlich vorbei. Das wird nicht so sein. Was dazu gekommen ist, jetzt so was ich wahrnehme, viele Leute hatten ja Angst und das, was weltweit der Mechanismus war, damit alle Leute funktionieren, wie sie funktionieren sollten, war dieses Mittel mit Angst zu arbeiten. Und das, was ich jetzt empfinde, ist, dass zu der Angst noch eine dazugekommen ist, nämlich, so haben uns auch Leute angeschrieben, wir gehen jetzt in den Herbst, es ist ganz logisch, es ist normal, dass dann und wann Schnupfen kommt, Husten kommt und jetzt kommt eine neue Angst dazu. Dieses mit dem Hauptsache, ich kriege keine Ansteckung, Hauptsache, ich bin geschützt, Hauptsache, dies und das und jenes und ich gehe in Deckung, bekommt eine neue Schärfe, nämlich wenn jemand husten muss oder wenn jemand niesen muss. Und das ist von Leuten uns schon beschrieben worden, dass sie Angst haben, dass ihre Nachbarn hören, dass sie Husten und Schnupfen hätten. Und dass sie Angst haben, denunziert zu werden, weil sie kommen sofort unter den Corona-Verdacht. Ihr Lieben, ja, das ist jetzt zu einer Herausforderung geworden, wirklich. Aber bete.
Bete, dass du gut durch diese Zeit durchkommst. Ernähre dich gesund. Trink genug. Nimm genug Vitamine auf. Ich bin keine Ärztin, das ist jetzt kein ärztlicher Rat. Aber versuch wirklich, dir Gedanken darüber zu machen, wie du so dein normales Leben gestaltest und dass du auch Vorsorge triffst und dass du im inneren Menschen stark bist und dich gegen diese Dinge positionieren kannst. Dass du stark bist in dir und dass du dir nicht zusätzlich ein Joch von Angst auflegen lässt, sondern dass du wirklich gut mit der Hilfe des Herrn da durchkommst. Das Schlimme ist einfach diese Verdächtigungen und wir können uns ja nicht alle ein Schild jetzt umhängen. Ich bin Corona-frei, ich habe ja nur normalen Husten und Schnupfen. Versteht ihr die Brisanz in diesen Dingen? Es ist zu einer Stigmatisierung gekommen. So, Wehenpause, die nächste Wehe kommt, die Erschütterungen werden weitergehen und trotzdem sagt der Herr, hey, halt, wenn ihr dies alles seht, erhebt eure Häupter. Werde jemand, der an Glauben mehr zunimmt, der über sich proklamiert, Gott, du hast mehr für mich als diese Dinge, die im Sichtbaren sind und mich attackieren. Du bist der, der mir hilft, den Feind zurückzuweisen. Und du bist der, der an meiner Seite ist und der diese unsichtbaren Mächte und Gewalten, diese Fürstentümer, der sie zurückdrängt. Und du wirst mir Weisheit geben, wie ich im Gebet diesen Mächten und Gewalten gegenübertreten muss. Ich setze meine Zuversicht auf den Herrn, denn er ist mein Haupterheber. Verstehst du? Du kannst nicht selber dir den, die Angst so wegschwätzen, sondern du musst dich an etwas Höheres anschließen. Da, wo deine Kraft herkommt, deine Zuversicht, deine Hoffnung, das ist in dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben das ganz am Anfang gelesen, der das All gegründet hat. Hey, der ist an deiner Seite und der lebt in dir, Christus in dir. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Manchmal schreiben uns Leute an, die noch nicht so lange im Glauben gefestigt sind und sie haben bestimmte Fragen an die Bibel. Sie fragen sich, ist das wirklich das, was Gott sagt? Ist das wirklich von ihm gekommen oder haben das Menschen sich ausgedacht? Oder sie sagen, wie wird mir das denn zur Hilfe und zur Ermutigung? Wie kann ich denn mit dem Wort Gottes so richtig umgehen? Vielleicht sind einige bei euch jetzt hier bei uns zusammen, die sagen, oh Mann, was sind das für Fragen? Hey, die haben wir schon vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren in der Jugendstunde bearbeitet. Aber wir müssen uns auch selber vorbereiten, dass neue Leute dazukommen. Dass neue Leute in das Reich Gottes eingebaut, eingefügt werden. In dieses große Bauwerk werden neue Leute hineinkommen. Und sie haben vielleicht nicht den Background wie du, nicht die, schon die Jahre im Glauben hinter sich, sondern sie fangen eigentlich ganz neu an. Und dann fragen die Leute, sag mal, muss ich immer in der Bibel lesen? Oder was bringt mir das denn eigentlich, wenn ich jeden Tag in der Bibel lese und viele Dinge überhaupt nicht verstehen kann? Und ach ja, das Alte Testament und das Neue Testament, ich habe da mal reingelesen, das ist ja alles nur wirklich zu kompliziert. Und eigentlich hat das mit uns heute gar nichts zu tun. So, wir denken aufgrund unseres Fortschritts, aufgrund von Bildung, aufgrund von all diesen Dingen, denken wir, wir sind so viel weiter gekommen als die Leute im Neuen und Alten Testament. So in vielen Bereichen stimmt das natürlich, klar. Aber der Mensch an sich ist nicht anders geworden. Er ist nicht besser. Und wenn du in der Bibel liest, wenn du forschst, wenn du dir die Zeit nimmst, diese ganzen Berichte zu erfassen, dann wirst du genau darauf kommen. Der Mensch an sich ist nicht besser
geworden. Und ein ganz besonderes Anliegen von Martin und mir, von dem Dienst von Gottes Haus, ist es wirklich, dass wir den ganzen Reichtum des Wortes Gottes, den Reichtum der Bibel quasi rausposaunen. Wir wollen nicht zurückhalten mit dem Wort Gottes. Wir wollen wirklich sagen, du brauchst dieses Wort. Es ist Leben in sich. Es hat Kraft, die Dinge in deinem Leben zu verändern. Und es ist mehr als nur ein Buch. Ich habe neulich mal jemand gehört, der hat gesagt, ja, die Bibel ist schon ein cooles Buch und da wird ja auch Jesus drin beschrieben und ist ja auch ein cooler Typ gewesen. Hey, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Du musst diese Kraft, die in dem Wort Gottes ist, in dein Leben aufnehmen. Und wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen. Ich möchte es euch ein bisschen erklären, was ich damit meine. Die Bibel ist mehr als ein Buch, wo man lernt, wie man meditiert. Es ist mehr als nur etwas, was ich vom Verstand her lese oder was ich von der kulturellen Entwicklung lese. Dass ich weiß, ach ja, da war das mit Ägypten und da war das mit Paulus und ja, dann reicht es mir schon und Offenbarung kann ich sowieso nicht verstehen. Es gibt mehr. Die Bibel ist wirklich das Reden Gottes und sein persönliches Wort an dich und an mich. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade, dass wir die Bibel haben. Wisst ihr, ich war vor Jahren, wurde ich sehr überraschend in Jerusalem operiert. Ich habe kein Wort verstanden von den Leuten, die da rundherum um mich rum waren. Die Frau, die neben mir lag, war eine Russin. Die Ärzte haben Hebräisch gesprochen. Und ich lag da und ich hatte nichts anderes als meine Bibel. Ich hatte kein Handy und ich hatte keinen Fernseher, wie das bei uns in den Krankenhäusern so üblich ist. Kein Radio, nichts. Nur Stimmengewirr. Aber ich hatte dieses Wort. Und dieses Wort ist mir zu einer Kraft, zu einer Hoffnung, zu einer Stärke geworden, die mich durch diese sehr schwierige und herausfordernde Zeit durchgetragen hat. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade. Sag mal, würdest du dich wundern, wenn du deine Bibel vielleicht verlegt hättest? Oder würdest du in Urlaub fahren ohne deine Bibel? Oder würdest du sie überhaupt vermissen? Das ist für mich mal eine ganz, ganz wichtige Frage gewesen. Und ich konnte Gott sei Dank sagen, Herr, ich brauche dein Wort jeden Tag und oft nachts. Ich hatte oft schon Zeiten, wo ich nachts aufgestanden bin, weil ich nicht schlafen konnte, weil die Bedrängnisse da waren, weil wirklich schwierige Situationen da waren und ich brauchte dieses Wort, ich brauchte diese Erfrischung. Das war für mich genau das Gleiche wie das Glas Wasser, was ich nachts getrunken habe. Und wenn du in so einer Situation bist, wenn du unter Unruhe leidest, wenn du unter Schlaflosigkeit leidest, wenn du unter Bedrängnis bist, wenn du wirklich so hin und her gerissen bist, hol deine Bibel, setz dich irgendwo hin, fang an zu lesen, fang an zu beten, Herr, schließ mir dein Wort auf, sättige mich mit deinem Wort. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, welches Wort der Kraft und der Ermutigung für uns. In dem prophetischen Wort, in dem Heft, von dem ich vorhin gesprochen habe, hier, da ist dieses Wort von Arndt Kischkel drin und er spricht von dieser Sinnkrise. Er spricht davon, dass er gehört hat in dem prophetischen Reden, dass es zu einer Sinnkrise kommen wird. Und ich habe gedacht, eine Sinnkrise ist in unserem Verständnis, so wie wir das denken, ist es immer so negativ belegt. Wir denken, oh, Sinnkrise, krass. Aber in dieser Woche hatte ich über dieses Wort nachgedacht und ich dachte, hey, eine Sinnkrise kann auch positiv sein. Und es ist so, dass jede Krise zwei Möglichkeiten hat. Entweder im Negativen oder im Positiven. Und wir wollen Leute sein, die die positive Reaktion
auf die Sinnkrise der Menschen nutzen, dass wir dafür beten, dass wir dafür einstehen, dass wir das Wort der Gnade, der Hoffnung, der Zuversicht durch das Wort Gottes zu den Menschen bringen, die dann vielleicht in einer Sinnkrise sind. Wir wollen Leute sein, die Botschafter sind für andere, dass wir in Kontakt mit ihnen kommen und dass wir das Wort haben, was das Beste in ihrer Krise wird. Dass wir sagen, wir haben etwas. Wir haben diese Nachricht. Wir haben dieses Wort, was dein Leben verändern kann. Zum Guten, zur Erfüllung. Und wir wollen Leute sein, die da reinbeten. Wir erleben das Hineinsprechen durch das Wort der Schrift, dass unsere Zeit genau wie damals, also wenn die Leute sagen, naja, die Bibel hat eigentlich mit mir heute gar nichts zu tun, ich lebe ja ganz anders, ich habe ein Auto, hatten die nicht, ich habe verschiedene Medizinsachen, hatten die nicht, ich habe dies und das, hatten die auch nicht. So, das ist nicht das Thema, sondern wir erleben das Hineinsprechen des Wortes Gottes in unsere Zeit, genauso wie damals die Leute, wie das Hineinsprechen bei David, Hineinsprechen bei Abraham. Denk dran, bei Abraham hieß es, das ist das strahlende Wort des Glaubenshelden, dass dieses Wort kam, sollte bei Gott etwas unmöglich sein. Und wenn das Wort für dich heute ist, dann nimm das und sag, Herr, ich glaube das. Bei dir sind alle Dinge möglich. Und ich vertraue dir, dass du in meine Situation, in meine Herausforderung genauso sprechen kannst, wie damals bei Abraham, wie damals bei David, wie damals bei Daniel, bei all den großen Glaubenshelden. Die Berichte in der Bibel sind festgehalten worden durch den Heiligen Geist, damit sie uns heute dienen. Und heute will ich dich ermutigen, ich will dich wirklich mit Feuer anzünden, dass du wieder ganz neu die Bibel nimmst und liest, sie zu eigen machst, in dich aufnimmst, davon lebst, dich davon ernähren lässt. Und nicht nur das Wort zu lesen, sondern es wirklich von Herzen zu lieben. In Jeremia 15, Vers 16 lesen wir, empfing ich deine Worte, so habe ich sie verschlungen. Hey, hast du mal ein Essen richtig verschlungen, weil du so Hunger hattest? Das ist damit gemeint. Habe ich dein Wort gegessen? Ich habe es verschlungen. Und deine Worte wurden meine Wonne, die Freude meines Herzens. Denn dein Name ist ausgerufen über mir, Herr Jahwe, Gott der Heerscharen. Oder, denn ich bin nach deinem Namen genannt, Jahwe, Gott der Heerscharen. Weißt du, was das bedeutet? Ich bin nach deinem Namen. Ich bin nach dem Namen Jesus genannt. Ich bin nach dem Namen Gottes genannt. Mein Name ist bekannt bei ihm. Jesus verwendet sich für mich, weil er meinen Namen vor dem Vater im Himmel nennt. Und das ist das Große, was ich dir ans Herz legen möchte, wenn du über die Bibel und das Wort Gottes nachdenkst. Es ist mehr als ein menschliches Wort. Weißt du, wir können als Menschen anderen dienen. Wir können ihnen sagen, ja, ich verstehe das. Ich verstehe, dass du so herausgefordert bist. Ich will für dich beten. Ich will dich tragen über eine gewisse Strecke. Ich will dir Rat geben. Alle diese Dinge. Das ist wirklich wahr und das ist richtig und es ist gut. Aber es hat nicht die gleiche Kraft, wie das Wort Gottes es hat. In Psalm 33, Vers 4 steht, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Wahrhaftigkeit ist etwas, was viele Menschen in ihren Worten manchmal ein bisschen zur Seite legen. Aber das Wort Gottes ist wahrhaftig. In Matthäus 24, 35 steht, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Und in 2. Timotheus 3, Vers 16 wird uns erklärt, wie das gekommen ist, dass alle diese Berichte, alle diese Dinge in der Bibel aufgeführt sind, geschrieben sind. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben
und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und noch eine letzte Bibelstelle hierzu, Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn man über diesen Vers alleine liest und studiert, werden einem so viele Dinge bewusst, die wir dringend für unser Leben brauchen. Das ist unsere Bibel, das ist unser Wort Gottes, das ist mein Wort Gottes. Wir sollten gewappnet sein mit diesem Wort, damit wir den Schlichen des Feindes, diesen Angriffen, diesen räuberischen Zügen in unserem Leben widerstehen können. Wir müssen es aufnehmen in unsere Herzen wie ein Samenkorn. Und das, was wir mit dem Samenkorn als Beispiel erkennen, ist, das Samenkorn quillt auf, es wächst auf und es wird immer stärker und es wird zunehmen. Und wenn du das biblische Wort liest, wenn du weißt, oh, das hat, glaube ich, Gott jetzt persönlich zu mir gesprochen, dann ist das der Faktor, wo sich dein Glaube mit diesem Wort verbindet. Denn wenn du es nur liest, wird es nur ein verstandesmäßiges Wort sein. Es wird nichts scheiden, es wird nichts trennen, es wird nicht deine Gedanken und deine Herzensanliegen irgendwie verändern. Das, was das Wort verändert, ist, wenn es sich mit deinem Glauben verbindet. Und dann kommt der Feind und versucht, dir dieses Wort wieder zu rauben. Das heißt, du musst ganz wachsam sein, dass du das Wort festhältst, dass du es dir nicht von jemand anderem wegreden lässt. Ich habe das oft erlebt, dass ich gesagt habe, oh, diese Predigt, die hat mich so angesprochen, das hat mir so geholfen. Und ich habe das dann erzählt mit jemand anderem und die Person sagte dann, ach, na ja, also ich fand das jetzt ganz normal. Ja, nee, das hat mir eigentlich nicht so viel gesagt. Ja, echt, war da was? Lass dir das nicht wegschwätzen. Das Wort Gottes ist ein persönliches Wort. Es hat Kraft in sich. Der Trick des Feindes ist immer zu sagen, ich weiß nicht, sollte Gott das wirklich gesagt haben, überleg doch mal. Und da musst du in deinen Gedankenstrukturen aufpassen und sagen, stopp, das weiß ich und ich habe es empfangen und ich behalte es. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese biblischen Berichte in unser Jetzt-Leben übertragen. Weißt du, wir kennen viele Geschichten so aus der Kinderstundenzeit oder so, ja, haben wir mal gehört oder irgendwie was, aber wir kriegen das nicht mit unserem täglichen Alltagsleben so zusammen, mit unserem Jetzt-Leben. Das müssen wir lernen, dass wir das mit der Jetzt-Situation unseres Lebens in Verbindung bringen. Und da, du weißt es, diese ganzen angstmachenden Dinge jetzt, du musst es wissen, dass in der Bibel das Wort steht, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Weiche nicht. Ich bin dein Gott. So, und diese Dinge, die müssen wir wirklich wissen. Dass das Wort Gottes so in uns Wurzeln schlagen kann, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Genau wie eine Pflanze. Wenn du ein Samenkorn einsäst, es wird nicht am nächsten Tag schon Wurzeln geschlagen haben. Und so ist das mit dem Wort Gottes auch. Wir müssen es pflegen, behalten, bewachen, wässern, mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, hören, was er sagt und wirklich dann in Situationen, wo wir es brauchen, darauf zurückgreifen können. Das geht nicht, nur in den Stresssituationen zu überlegen, ja, wie war das nochmal? Ich habe doch neulich mal irgendwas gelesen. Das wird dir nicht helfen, sondern du musst deine Reservoirs voll haben. Du musst quasi den Keller voll guter Sachen haben, damit du das in dem, wenn du es brauchst, ganz schnell zur Verfügung hast. Es ist ein anhaltender
und dauerhafter Prozess, sich mit dem Wort Gottes zu füllen. Wir brauchen diese feste Speise und die Bibel ist ein wirklicher Begleiter. Und wir finden alle unsere Situationen, die wir im Leben erleben, die finden wir in den Themen des Lebens, was wir so haben, finden wir wieder in den Dingen, die in der Bibel berichtet werden. Und das ist wirklich von zeitloser Schönheit. So hat das mal jemand gesagt. Viele Themen sind nach wie vor aktuell. Ich liebe das, in der Bibel diese Gebete zu lesen, diese Lieder zu lesen. Das Lied des Mose, dieses Siegeslied, das Lied von David, als er besungen wird. Ich liebe das, wenn ich lese, als Elisabeth und Maria sich getroffen haben, als die in diesen Lobpreis ausbricht. Das sind Dinge, die gehen mir wirklich sehr, sehr in mein Herz rein, weil sie mich so ermutigen, mein Herz wirklich zum Lobpreis Gottes wiederum zu erheben. Lieder und Gebete des Neuen Testamentes, Lieder über Situationen, Berichte über Situationen und Leute, die beschrieben werden wie du und ich, die mit ihren Glaubenskämpfen da waren, mit ihren Verlusten, mit ihren Niederlagen, mit ihren Ausweglosigkeiten und trotzdem, wann immer beschrieben wird, dass sie durchgedrungen sind zu der Hilfe Gottes, durchgedrungen sind zum Sieg, dass sie in den Sieg hineinkamen. Die Bibel spart auch nicht damit, dass sie die negativen Sachen nicht benennt. Also es hat mal jemand gesagt, naja, also in der Bibel ist so viel Negatives. Hey, ja, das ist genau wie unser Leben auch. Es ist einfach das abgebildet, was in unserem Leben auch passiert. Die negativen und die positiven Dinge. Und ich bin so dankbar für diese Bilder in der Bibel, wo es um negative Dinge geht. Denn dann weiß ich, oh Gott versteht mich. Gott weiß, wie ich ticke. Gott weiß, was ich brauche. Und er sieht mich in meiner Schwäche und hilft mir auf. Was ich auch in der Bibel immer wieder finde und was mich sehr ermutigt, das ist diese Hingabe der Personen, die in der Bibel beschrieben werden, an die Pläne Gottes. Wenn du an Esther denkst, dann weißt du, sie hatte etwas, was sie hingelegt hat, nämlich ihr ganzes Leben und nach einem Ringen hingelegt hat. Das hat sie nicht von vornherein so gemacht, hat sie nicht von vornherein so gewollt, sondern es war ein Prozess. Und sie ist trotzdem durchgedrungen, dass sie ihr Leben hingelegt hat, damit die Pläne Gottes wirklich zustande kommen. Und das ermutigt mich, das fordert mich heraus, das spornt mich an. Hey, es geht nicht um deine eigenen Dinge, dass du gut durchkommst, sondern es geht darum, dass die Pläne Gottes hervorkommen, dass das Reich Gottes gebaut wird. Die Bibel berichtet uns von Geburt, von Nachkommenschaft, von Erbe, von Wanderschaft, von all diesen Glaubensläufen und vom Tod. Die Bibel lässt wirklich nichts aus. Und sie lässt uns Jesus sehen, Jesus den Sohn, der wiederkommende Herr. Er lässt uns als den sehen, sie lässt uns als den sehen, der gestorben ist, der gelitten hat für uns, der wieder auferstanden ist, der unsere Sünde getragen hat ans Holz, der aufgefahren ist in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und die Bibel stellt uns den Heiligen Geist vor, den Geist der Wahrheit. Vorhin haben wir schon darüber gesprochen. Und für mich ist es oft so, dass ich in diesen biblischen Berichten mich selber wiederfinde. In der Situation, die ich jetzt gerade erlebe, obwohl sie vor vielen Jahrtausenden erlebt wurde, beschrieben wurde und festgehalten wurde für heute für mich. Wenn wir die Berichte in der Bibel lesen, dann werden wir verstehen und erleben, dass es darum auch geht, diese große Sehnsucht zu beschreiben. Denn da heißt es im Prediger 3, Vers 11, Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt.
Und das ist das, was mich bei diesem prophetischen Wort mit der Sinnkrise erinnert hat. In der Sinnkrise vieler Menschen wird es darum gehen, dass Ewigkeit in ihr Herz gelegt ist und dass sie darauf antworten müssen. Eine der wichtigsten Eigenschaften für mich in der Bibel ist, dass wir lernen, das Wort Gottes zu proklamieren. Das heißt, das auszusprechen, was die Bibel sagt. Das zu glauben, was sie über mich oder die anderen Menschen sagt. Das zu rauszuposaunen, das zu verkünden, das zu vertreten, das zu deklarieren, was das Wort Gottes spricht. Proklamation mit der Bibel. Das Wort nehmen und wie eine scharfe Waffe gebrauchen. Es ist ein lebendiges und wirksames Wort. Und heute will ich noch ganz kurz mit euch auf eine Person im Alten Testament schauen, nämlich Jona, der Mann, der proklamieren sollte. Oder Jona, der Mann mit der zweiten Chance. Denn da heißt es in Jona 3, 1 bis 2, da kam das Wort des Herrn ein zweites Mal zu Jona. Geh in die große Stadt Ninive und verkünde ihr die Botschaft, die ich dir gebe. Proklamiere, sage der Stadt, sage den Menschen, sage ihnen das, was ich in deinen Mund lege. Verkündige ihnen das Wort, was ich dir gebe. Und da heißt es, das war das zweite Mal, dass Gott Jona dieses Wort, diese Aufforderung gegeben hat. Geh in die große Stadt und verkünde die Botschaft, die ich dir sagen werde. Hey, das ist doch genau unsere Situation auch. Wir sehen rundherum, du brauchst gar nicht weit zu gucken. Du siehst diesen Verfall, du siehst diese Dinge, die da abgehen in der Gesellschaft, in der Welt, überall. Du siehst, wie die Dinge wie runtergerissen werden, wie Menschen sich verändern und dass sie keine Hoffnung haben. Und das war die gleiche Situation damals bei Jona. Er sollte in diese Stadt Ninive gehen, die so boshaft war und Gott sogar Gericht angeordnet hatte. Und Jona war erstmal verschwunden. Und dann kommt das zweite Mal diese Aufforderung Gottes in sein Leben. Und Gott sagt, geh hin und verkünde ihnen das, was ich dir gebe. Das ist genau unser Job. Wir sollen Verkünder sein von dem, was das Wort Gottes sagt. Aber dann musst du lesen, dann musst du wissen, was das Wort Gottes sagt. Nachdem Jona wirklich das verweigert hatte, hätte Gott ja auch sagen können, na gut, dann war es das eben. Dann wird die Stadt eben durch Gericht gehen und dann wird halt die Strafe kommen und dann, ja, dann war es das, Ende. Aber Gottes Erbarmen war größer mit diesen Menschen in der Stadt. Und er hat nicht gesagt, schade, Jona, hast halt versagt, du hast nicht das getan, was ich dir gesagt habe und jetzt ist es zu spät. Das war nicht so. So ist Gott nicht. Jona bekam eine zweite Chance und damit kam das Wort in die Stadt Ninive. Damit kam das Wort Gottes zu den Menschen in dieser Stadt. Es kam so, dass eigentlich erst vorher dieser Fisch kam und Jona verschluckte und vielleicht gab es Zeitzeugen, die gesehen haben, wie dieser Fisch Jona an Land gespuckt hat. Aber in Vers 10 lesen wir, und Gott sah ihr Verhalten, er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Das war der Moment, wo Jona hingegangen ist, hat ihnen diese Botschaft gebracht, dieses prophetische Wort Gottes, und Gott hat gesehen, wie sie sich abwandten von ihrer Bosheit, wie sie Buße getan haben und sich gebeugt haben. Und dann heißt es, da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht weiter aus. Da in dem Moment passierte das, was Noah wahrscheinlich schon vorher bedacht hatte. Denn da heißt es dann in Kapitel 4, Vers 1, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Das musst du dir vorstellen. Er erlebt, wie Leute Buße tun, wie sie sich abwenden von ihrer Bosheit,
Aber ihm selber passt es nicht, weil er das wahrscheinlich vorher schon wusste. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich weiß, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Er wollte nicht eigentlich als ein Prophet gelten, der etwas sagt, der etwas ankündigt und was dann nachher nicht eintritt. Aber wir wollen Menschen sein, die das Wort Gottes verkünden. Wir wollen Leute sein, die sagen, Herr, was ist das Wort, was du mir in den Mund legst, dass ich es in eine Welt hineinspreche, die so am Rand ist, die so verkommen ist in ihrem Sinn, die so runtergerissen ist, die so ohne Hoffnung ist, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir wollen Leute sein, die darum beten, dass er sich das Unheil gereuen lässt. Gnade auszurufen über denen, die Strafe verdient hätten, wenn sie umkehren. Gnade bedeutet, den Menschen, die in ihrem verkommenen Sinn, die von den Mächten der Bosheit gesteuert sind, in das Licht Gottes und in seine Gerechtigkeit zu stellen. Ihnen durch die gute Botschaft eine Umkehr zu zeigen. Denn das war es, was in Ninive passiert ist. Die Menschen hörten die Worte und sie taten Buße und sie kehrten um. Das war das Licht, was Gott in diese Stadt gebracht hat. Dieses Licht, was aufgedeckt hat und was gesagt hat, wenn ihr so weiterlauft, wird es zum Unheil sein. Die Worte kamen und die Buße trat ein und sie kehrten um. Und dann, als Jona gehorsam wurde, sah er, dass Gott erstaunliche Dinge tat. Wir wollen Leute sein, die im Gehorsam handeln und die das Wort Gottes als Grundlage benutzen und die proklamieren und verkünden, was der Herr sagt. Wir wollen Botschafter der Gnade Gottes sein, des Lichtes Gottes sein. Proklamiere und sage das, was ich dir sage. Verkünde das, was ich dir sage, sagt Gott zu Jona. Und das sagt er heute zu dir und zu mir. Verkünde, was ich dir sage. Wir beten und proklamieren nicht in unserer Weisheit, nicht in unserer Erkenntnis, nicht in unserer menschlichen, machbaren Idee, sondern wir deklarieren und wir proklamieren, wir verkünden das, was der Herr in unseren Mund legt. Und wir verkünden es in der Autorität des Namens Jesus. Nicht in meiner Autorität komme ich gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt an, sondern immer und zuerst in dem Namen Jesus. Und wir sprechen aus Freiheit über den Menschen, die in Gebundenheit sind. Wir sprechen aus Licht auf die Machenschaften des Feindes. Freiheit denen, die gebunden sind, und Ketten zu zerreißen. Jesaja 61 schreibt es in unseren Sinn und in unser Herz. Und hier musst du jetzt wirklich dein Herz aufmachen und dieses Wort in dich hineinnehmen. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, um Freilassung auszurufen für die Gefangenen. Amen. Und Befreiung für die Gefesselten und ein Ja des Wohlwollens des Herrn auszurufen. Wenn du jetzt in einer Situation bist, die in Ketten gebunden ist, wo du in depressiven Gedanken bist, wo du keine Hoffnung hast, wie das weitergeht. Du hast keine Idee, du hast keine Weisheit, du hast kein Wort, was dir Freiheit bringt. Dann lass uns jetzt dieses Wort gemeinsam beten. Ja. Lass es uns so beten,
in dem unsere Herzen sich mit Glauben an Jesus verbinden, mit dem, der Himmel und Erde gemacht hat, mit dem, der über allen Dingen ist. Ja. Lass uns das beten, denn diese Worte, das ist das, was Jesus selbst vorgelesen hat damals. Und es hat so Gültigkeit für uns heute, gerade in der Situation, in der wir sind. Gerade mit diesen letzten 7 Monaten, durch die wir durchgegangen sind. Und wo jeder von uns in der Familie, im Freundeskreis, wo auch immer, solche Dinge hat. Wie Fesseln, wie Elend, wie Gebundenheit, wie Trauer, wie all diese Dinge. Lass es uns zusammen beten. Wir wollen das so machen. Ja. Ich spreche diese erste Linie, denn es geht ja um das Proklamieren mit dem Wort Gottes. Und das ist jetzt hier wirklich wie ein Beispiel in die unsichtbare Welt und in die sichtbare Welt. Wir verbinden unsere Herzen im Glauben an dieses Wort, dass es Wahrheit wird im Natürlichen, in unserem Leben. Ich lese den ersten Satz vor und wir sprechen ihn im Glauben nach. Wollen wir das machen? Okay. Der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden gute Botschaft zu bringen. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Um Freilassung auszurufen für die Gefangenen. Um Freilassung auszurufen für die Gefangenen. Und Befreiung für die Gefesselten. Und Befreiung für die Gefesselten. Um ein Ja des Wohlwollens des Herrn auszurufen. Um ein Ja des Wohlwollens des Herrn auszurufen. Herr, wir preisen dich und wir ehren dich für dein Wort. Wir verbinden unsere Herzen im Glauben mit diesem Wort, dass wir gesandt sind, Elenden gute Botschaft zu bringen, dass wir heilend, befreiend, aufhelfend in deinem Auftrag und mit deiner Kraft ausgerüstet zu den Menschen zu gehen. Wir preisen und wir ehren dich für dein Wort. Und wir glauben, dass du es wahr machen wirst, dass wir Zeugnisse sehen werden von deiner Barmherzigkeit und Gnade. Amen. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du uns diese wunderbare Job Description gegeben hast, die du selbst für dich genommen hast und die genauso für uns als deine Nachfolger gilt. Ja. Das ist das, was wir tun sollen. Das ist das, wozu wir berufen sind. Yes. Die Gefangenen rauszuholen aus den Gefängnissen, in denen sie sind. Yes. Die gebunden sind, frei zu machen. Amen. Ja, egal, was das ist, worin sie gebunden sind. Ja, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen, deine Güte zu verkündigen und den Menschen einfach deine Freundlichkeit, deine Liebe, deinen Segen, deine Errettung, deine Erlösung weiterzugeben. Herr, du hast ein unfassbar geniales Package für jeden von uns. Amen. Und es sind wir diejenigen sind, die das weitergeben sollen. Und wir danken dir für das Vorrecht und wir danken dir für diese Verantwortung und wir wollen wirklich Menschen sein, die das, was du für diese Leute hast, die in Gebundenheit und Gefängnis und in Ketten sind, dass wir diejenigen sind, die sie frei machen, die sie freisetzen, Herr. Das hast du uns als Auftrag gegeben. Durch das Wort der Gnade. Durch das Wort der Gnade. Und dafür danken wir dir. Yes. Amen. Amen und Amen. Amen. Du hast hier hinten schon unser Whiteboard gesehen, mit hier diesen Zahnrädern. Leider reflektiert es ein bisschen mit den Scheinwerfern, aber das muss heute mal sein, denn wir brauchen das jetzt. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was dieses eigenwillige Kunstwerk hier zu suchen hat. Das wird wirklich cool. Das wird wirklich cool. Wie funktioniert das mit der Kraft Gottes? Wie funktioniert das eigentlich mit der Kraft Gottes? Das ist mein Thema heute. Und ich denke, das ist etwas, was sich viele, 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 viele Christen über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte überall auf der Welt schon gefragt haben.
Wie ist das zu verstehen? Die Bibel spricht so viel von der Kraft Gottes. Was hat es damit auf sich? Wie funktioniert das? Beziehungsweise, warum funktioniert es vielleicht bei mir nicht? Ich denke, wenn wir uns das näher anschauen, wird vielleicht hier ein kleines Licht aufgehen. Weißt du, in unseren Gemeinden, hier in Mitteleuropa, ja, wir versuchen ja, die Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Hoffentlich für das Reich Gottes und nicht nur für unsere kleine Gemeinde, ja. Und dann haben viele Gemeinden und so weiter, die haben so ausgeklügelte Strukturen. Die haben sich sowas ausgedacht. Wie kriegen wir denn die Nichtchristen so ganz elegant dahin, dass wir die biblische Botschaft so hören und wie verbinden wir uns damit, dass das akzeptabel ist, dass das für die zeitgemäß ist und so weiter. Und man entwickelt Strukturen, um irgendwie relevant zu sein, ne? Und dann lernt man auch, wie man predigen muss, wie man reden muss, wie man Jokes pointiert bringen muss, ja, dass dann die Leute nicht weglaufen, dass es schön kurzweilig ist, so ein dramaturgischer Aufbau, ja, geschliffene Rhetorik, welche Aspekte sind wichtig, dass das einfach funktioniert, ja, denn die Menschen sind ja von den Medien sowas von zugedröhnt, dass es sehr schwierig ist, überhaupt noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wir wollen doch das Wort richtig weitergeben, um diese Außenstehenden irgendwie zu erreichen, ja, in dieser Gesellschaft, die eindeutig neuheidnisch ist. Das heißt, die keine Ahnung hat, was es mit echtem Christentum auf sich hat. Gut, und leider ist es so, dass manche dann der Meinung sind, man darf das nicht zu fromm machen, man muss das relevant machen, man muss es so bringen, dass man den Leuten das so ein bisschen besser verkauft, so marketingmäßig. Und ich bin da gänzlich anderer Ansicht, weil wir glauben, ja, dass das auf einem anderen Level funktionieren muss. Das Evangelium muss auf einem anderen Level weitergegeben werden, nämlich so, wie Jesus das gemacht hat und wie die Urgemeinde das gemacht hat, wie die Apostel das gemacht haben. Und wie haben die es gemacht? Wir haben es in Erweisung des Geistes und der Kraft gemacht. Wenn sie das Wort weitergegeben haben, da kannst du die Bibel lesen, Neues Testament, wo du willst, das ist immer in Erweisung des Geistes und der Kraft. Es ist immer Power. Es ist immer sichtbare Ergebnisse. Das Wort wird bestätigt. Das Wort hat Auswirkungen. Man sieht es. Ne? So, und vor einigen Wochen habe ich darüber gesprochen, habe sogar eine Predigt, die heißt In Erweisung des Geistes und der Kraft. Wenn dich das Thema interessiert, schau einfach mal rein. Wenn wir das Wort weitergeben, dann brauchen wir nicht den Verstand der Leute anzusprechen, sondern wir müssen das Herz ansprechen. Wir müssen das Herz erreichen. Ja? Wir müssen das Herz treffen. Wir müssen eine Reaktion hervorrufen. Ne? Das lesen wir auch im Neuen Testament, ja? Wo die gesagt haben, dieses Wort, ja? Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Sie haben sich in die Brust geschlagen. Was sollen wir tun? Es hat eine richtige Reaktion hervorgerufen, weil sie einfach erwischt hat. Ne? So, es geht also nicht um unsere Theologie und unsere Weisheit, um unsere Spitzfindigkeit, um unsere tolle Rhetorik, um unsere Programme und unser. Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Es geht nämlich überhaupt nicht um uns bei dem Ganzen. Es geht um den Herrn. Es geht um Jesus. Er ist es, der das Ziel und der Inhalt unserer Predigt sein muss. Er ist es, den jeder der neutestamentlichen Schreiber vermitteln wollte. Es geht um Jesus. Es geht um den Herrn der Herren und den König der Könige. Es geht um den, vor dem sich jedes Knie beugt und jede Zunge bekennt, dass er der Herr ist. Wenn wir das verkaufen wollen, was wir in unseren Gemeinden oder unseren Werken haben, da kommen wir nicht weit. Es geht darum, dass wir auf den Herrn der Herren und den König der Könige schauen. Ist doch logisch. Ist doch völlig selbstverständlich. Es geht um ihn. Und da habe ich eine coole Story gefunden, die wollte ich dir einfach mal weitergeben, weil die ist wirklich, wirklich cool und die bringt das so schön herzerfrischend normal auf den Punkt, wie das zu verstehen ist, ja, mit dieser, wie Gott es nutzen kann, wenn etwas ganz, ganz, ganz super einfach ist, statt all diesen schlauen theologischen, rhetorischen Konzepten. Da war also folgendermaßen, ein Missionar namens Milton Cunningham, ein Missionar, war auf dem Inlandsflug in den USA unterwegs. Und er setzt sich da in das Flugzeug und da saß neben ihm am Fenster saß schon ein Mädchen
Und das war so eine Dreierreihe, wo er dann in der Mitte saß. Und das Mädchen hatte ganz offensichtlich Down-Syndrom. Ja, gut, Down-Syndrom. Und begrüßte ganz nett und so weiter, setzte sich hin. Und plötzlich fragt ihn dieses Mädchen und sagt, Mister, hast du dir heute Morgen die Zähne geputzt? Okay, denkt er, ein bisschen befremdet über die Frage. Ja, ein bisschen, ja, aber ich meine, das Mädchen hatte ja keine bösen Absichten. Aber es sagt, ja, ich habe mir heute Morgen die Zähne geputzt. Und sie sagt, gut, gut, das ist es, was wir tun sollen. Dauert ein paar Minuten, dann sagt sie, Mister, rauchst du? Jetzt war das ihm natürlich, diese Direktheit, ein bisschen unangenehm, ne? Aber er hat gesagt mit einem Lächeln, nein, 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 ich rauche nicht. Und sie sagt, gut, denn Rauchen bringt dich um. Und nach ein, zwei Minuten kommt die dritte Frage. Und sie fragt ihn, Mister, liebst du Jesus? Und jetzt war er natürlich wirklich gefangen von ihrer Offenheit, von ihrer Einfachheit, von diesen Fragen, die so ganz unmittelbar kamen. Und er hat sie angelächelt und gesagt, ja, ja, ich liebe Jesus. Und das Mädchen mit dem Down-Syndrom lächelt zurück und sagt, ja, wir alle sollen Jesus lieben. Gut, soweit, super. Nach ein paar Augenblicken setzt sich neben diesen Milton Cunningham jetzt auf den dritten Platz da noch ein Mann. Ja, und das Flugzeug rollt dann zur Startbahn, alles läuft und so weiter. Und kurz bevor es dann zum Start geht, der Mann liest eine Zeitung gerade, stupst das Mädchen diesen Cunningham an, so richtig, und sagt zu ihm, du, Mister, frag den, ob er sich die Zähne geputzt hat. Und er jetzt, auweia. Ja, also das ist ja wirklich speziell. Das will er nicht tun und sagt, nee, also lass mal und so weiter. Versucht das abzuwimmeln, aber die ständig ihn, Mister, frag den, frag den, frag den. Und er kommt aus der Nummer nicht raus. Okay, er wendet sich an den Mann, sagt, ja, also ich möchte natürlich nicht belästigen, aber hier meine kleine Freundin hat einfach eine Frage, die möchte wissen, ob sie heute Morgen die Zähne geputzt haben. Der Mann hat natürlich überrascht geguckt, hat dann das Mädchen angeguckt, hat gesehen natürlich, dass sie nur gute Absichten hatte, hat sie angelächelt und hat dann ganz gelassen gesagt, ja, 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 ich habe mir heute Morgen die Zähne geputzt. Es kam, wie es kommen musste. Ja, zwei Minuten später, sie wieder, Mister, Mister, frag den, ob er raucht. Und der ahnte jetzt schon, was kommen wird. Ne? Er hat ihn also gefragt, rauchen Sie? Der Mann guckt wieder das Mädchen an und sagt, nein, ich rauche nicht. Ja. Und sie sagt wieder, ja, das ist auch gut, denn vom Rauchen, da kommt man dann um, man stirbt. So, und gerade als das Flugzeug sich in die Luft erhebt, stößt sie ihn an und sagt, Mister, Mister, frag den, ob er Jesus liebt. So, der Mann war ja Missionar. Trotzdem hat er sich richtig schwer getan, diesem Mann diese Frage zu stellen. Und er hat sich gewunden und hat gesagt, gehst du direkt, geht nicht, und sie, aber gib ihm, ja, frag den, frag den, frag den. Und letztlich, also hat er sich überwunden, ne, hat sich an den Nebenmann gewendet und hat gesagt, ja, also jetzt möchte sie gern wissen, ob sie Jesus lieben. Und der Mann erst mit einem Lächeln wollte so wie die beiden anderen Male antworten, aber dann gefror ihm das Lächeln so ein bisschen im Gesicht und er dachte eine Sekunde nach. Sein Gesichtsausdruck wurde ernst. Und dann hat er zu dem Cunningham gesagt, ja, wissen Sie, ehrlich gesagt kann ich das nicht sagen. Es ist nicht so, dass ich das nicht will. Nur, ich weiß nicht, wie ich ihn kennenlernen kann. Mein ganzes Leben lang wollte ich jemand sein, der glaubt. Aber ich habe einfach nie gewusst, wie ich das anfangen soll. Und jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich es wirklich dringend, dringend brauche. Und was ist passiert? Im Flugzeug hat der Missionar den Mann zum Herrn geführt. Gott gebrauchte das Mädchen mit dem Down-Syndrom, um diesen Mann zum Glauben zu bringen, zu retten für Zeit und Ewigkeit.
Weißt du, das ist eigentlich eine, wie soll ich mal sagen, das ist eine gute Predigt. Das ist, wie Gott das gebrauchen will. Ja, durch diese einfache Situation, in dem Fall eine Frage, ja, durch ein Zeugnis, durch so wie du bist. Du brauchst kein kompliziertes Machwerk zu machen, sondern ganz normal sein. Ja? Und das ist etwas, was Gott gebraucht. Und das ist auch das, wo die Kraft dann fließt. Und da möchte ich, wie gesagt, heute mit dir drüber sprechen. Über diese Kraft Gottes. Wie ist das mit der Kraft Gottes? Ja? Weißt du, Kraft, da stellt man sich irgendwie so was Mysteriöses vor, was dann irgendwelche Superheroes im Glauben, die, keine Ahnung was, zum 20. Mal 40 Tage fasten, ja, irgendwie anzapfen können und dann mit irgendwelchen, keine Ahnung was, für Exerzitien irgendwie durchbringen können. Ist es wirklich das? Nein, natürlich nicht. Wenn wir uns eine Sekunde drüber nachdenken, wissen wir, es kann gar nicht so sein. Wie funktioniert das? 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5 möchte ich dir vorlesen. Paulus schreibt: Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Ich war bei euch in Schwachheit. Also das galt für das Mädchen auf jeden Fall, ne? Und mit Furcht und in vielem Zittern. Also der mächtige Apostel Paulus, das musst du dir wirklich mal eintüten, ja, sagt, ich kam zu euch und ich war schwach, ich hatte Furcht und ich hatte gezittert. So war die Situation. Ne? Der kam nicht als der Superhero, der den Hosenträger schnalzen lässt und sagt, Leute, hier bin ich, ihr habt alle nur auf mich gewartet, ich sage euch jetzt mal, wie das geht. Der hat nicht mit Kraft um sich geschmissen und so eine Superman-Nummer abgezogen. Nein, was er uns hier schreibt, ist das blanke Gegenteil. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. Also nicht in Rhetorik, nicht in Brillanz, nicht in irgendwelchen tollen, ausgearbeiteten, super wasserdichten Sermon oder was, ne? Nein, sondern, und jetzt kommt's, in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Es geht um die Kraft. Er sagt, das ganze Reden ist notwendig, ja, aber es muss mehr sein. Es muss in Erweisung des Geistes und der Kraft geben. Es muss aus dem Geist kommen, es muss in Kraft erwiesen werden. Ja? Denn dann besteht euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. So, und da haben wir nämlich ein Problem. Wenn die Kraft Gottes nicht da ist, besteht der Glaube auf Menschenweisheit, stimmt's? Und das ist das, was wir leider in Europa oder in der westlichen Welt ganz, ganz, ganz viel haben. Ich sag dir, in anderen Regionen der Welt ist es anders. Aber bei uns ist es eben so. Ja? Ich sage nicht, dass es keine Kraft gibt. Ganz und gar nicht. Ich sage nur, wenn die Kraft fehlt, dass das dann auf Menschenweisheit beruht, der Glaube. Und dann hast du auch diese menschlichen Dinge, die man immer machen muss. Und es tut mir wirklich im Herzen weh, aber viele Gemeinden sind in diesem Ding drin. Wie in so einem Hamsterrad. Programm machen, irgendwie coole Sessions, irgendwie die Leute bei Laune halten und so weiter. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Und so funktioniert es schon gar nicht mit dem Thema Kraft. Kraft. Was ist mit der Kraft? Wie kann man sich das vorstellen mit der Kraft Gottes? Und vor allen Dingen, wie wirkt denn die Kraft Gottes jetzt durch mich? Wie funktioniert das denn? Wie zapfe ich diese himmlische Kraftquelle denn irgendwie an? Mysteriös. Ne? Und ich habe festgestellt, viele Leute denken, sie müssen die Kraft irgendwie so in sich haben. So irgendwie in sich angesammelt haben. Ja, wie so ein Power-Pack irgendwie innen drin. Aufgeladen sein. Mit so einer Batterie irgendwie mit Kraft aufgeladen sein. Ne? Mit Kraft erfüllt sein. Und man müsste irgendwie auch fühlen, dass man diese Kraft hat. Spüren, dass man die Kraft hat. Sich dessen bewusst sein. Ja? Und dann, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt so richtig strotzend vor Kraft, dann kann ich sie weitergeben. Ist das so? Ich glaube nicht. Nicht dadurch, dass du Kraft fühlst,
hast du sie. Kraft ist in dem Moment da, wo sie gebraucht wird. Denk mal beispielsweise an einen Gewichtheber. Ja, jemand, der Gewichte hebt. Der sieht relativ aus wie ein normaler Mensch. Ja, in dem Moment, wo er anfängt, ja, Gewichte zu heben, dann siehst du, dass der Kraft hat. Der fühlt sich vielleicht vorher nicht sonderlich kräftig. Aber in dem Moment, wo er es tätigt, da ist sie da. Okay, das ist schon mal wichtig. Und jetzt kommt eine super, super wichtige Bibelstelle. Die solltest du dir aufschreiben. Epheser 2, Vers 10. Ist eine der wichtigsten Bibelstellen für mich überhaupt. Ja? Epheser 2, Vers 10. Also, wenn man das mal wirklich kapiert hat, wobei ich nicht behaupte, dass ich das in der Fülle kapiert habe, aber wenn man das kapiert hat, dann gibt das einem wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viel Hilfe, um einen guten Lauf durch sein Leben mit dem Herrn zu gehen. Denn wir sind sein Werk, Gottes Werk. Wir, du und ich, wir sind Gottes Werk. Gottes Werk, das hat er gemacht. Geschaffen in Christus Jesus, dadurch ist das entstanden, zu guten Werken. Oha, Gott hat uns, ne, als ein Werk geschaffen, Kinder Gottes zu sein, Christen, Wiedergeborene, Tempel des Heiligen Geistes, Botschafter an Christi Stadt, Könige, Priester, ne, alles, was das Neue Testament sagt. Wozu? Damit wir gute Werke tun. Damit wir gute Werke tun. Aber wie verstehen wir das? Die Gott zuvor bereitet hat. Die Werke, die wir tun sollen, sind von Gott vorbereitet, dass wir darin wandeln sollen. Wandeln, das heißt spazieren gehen, laufen, also nicht ackern und mühen, sondern ganz normal laufen. Gott hat uns als sein Werk gemacht, geschaffen, damit wir gute Werke tun. Aber diese guten Werke brauchen wir nicht aus uns hervorquetschen, sondern er selber hat sie vorbereitet und wir sollen darin wandeln. Das ist etwas, was für mich entscheidend wichtig ist für das, was wir tun sollen in unserem Leben als Christen und was es auch mit dieser Kraft zu tun hat. Die ist nämlich damit direkt verbunden. Ich werde das gleich erklären. Und jetzt möchte ich dir drei Beispiele nennen, wie man das mit der Kraft verstehen kann und wie dieser Bibelvers hier zu verstehen ist. Erstens, wie so ein Kanal oder besser wie ein Schlauch, ein ganz ordinärer Gartenschlauch. Stell dir mal bei dir zu Hause einen Gartenschlauch vor. So, du hast einen schönen langen Gartenschlauch, der hat vorne, hat er diesen Griff, ne, oder so ein Drückding oder was auch immer, und das musst du betätigen, damit das Wasser rauskommt. Gut, wenn das nicht geöffnet ist, kommt nichts raus. Am Wasserhahn hinten muss der aber auch angeschlossen sein, richtig ordentlich, angestöpselt, ne, sonst kommt nämlich gar kein Wasser in den Schlauch rein. Der Wasserhahn muss auch noch aufgedreht sein, sonst kommt auch kein Wasser rein. Aber nicht nur das, sondern der Wasserhahn muss auch am Netz angeschlossen sein, ne, letztlich am Wasserwerk, damit das Wasser reingepumpt wird und damit das dann durch diese ganzen Aktionen bis dahin kommt, wo du eben jetzt mit dem Schlauch dann hinsprühst. Ja, beispielsweise in vertrocknetes, dürres Land. Ne? Kommst du mit dem Wasser und sprühst da schönes, wunderbares Wasser hinein. Der Schlauch transportiert das Wasser durch sich dahin, wo es gebraucht wird. Genau das ist der Punkt. In Johannes 7, Vers 37 bis 39 finden wir bei dem Laubhüttenfest in Jerusalem, wo Jesus war, am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und ertrinke. Nein, und es trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Ströme lebendigen Wassers sollen aus dem Innersten fließen. Genau das ist es. Aber die Ströme lebendigen Wassers sind nicht in deinem Innersten drin, sondern die fließen da durch. Und da ist der Schlauch ein hilfreiches Bild. Der Schlauch
ist nicht das Ding, wo das Wasser produziert wird. Ja? Der hat auch das Wasser nicht in sich drin, beziehungsweise wenn er es drin hat, wird es nach ziemlich kurzer Zeit ziemlich modderig und alt. Ja? Sondern der Schlauch ist nur das, wo es durchfließt. Es braucht etwas, wo es durchfließen muss. Und genau das ist unsere Position. Wir sind nicht die Kraft, wir haben nicht die Kraft, aber die Kraft fließt durch uns durch, wie dieses Wasser. Schau mal, was Jesus hier gesagt hat. Ströme lebendigen Wassers, er spricht vom Heiligen Geist. Heißt, der Heilige Geist strömt durch die Leute, die so glauben, wie die Schrift sagt. Und das sollten du und ich sein. Ströme fließen durch uns. Der Geist Gottes fließt durch uns. Die Kraft Gottes fließt durch uns. Wir haben die nicht. Wir verfügen da nicht, wie der Schlauch nicht über das Wasser verfügt. Aber wir müssen bereitstehen. Wir müssen bereit sein. Schau, das muss alles angeschlossen sein an der richtigen Art und Weise. Und das ist wichtig. Du kannst vorne deinen Schlauch aufdrehen, soweit du willst. Wenn hinten der Wasserhahn zu ist, kommt nichts raus. Ne? Andererseits, hinten kann alles super sein. Wenn vorne nicht aufgemacht wird, beispielsweise die Person nicht den Mund aufmacht von dem, was Gott tun möchte, dann kommt auch nichts raus. Es muss angeschlossen sein, Wasser muss da sein. Aber wenn, dann kann das überall hin transportiert werden und es ist keine Riesenmühe, sage ich mal. Der Schlauch, der lässt das einfach zu, dass das durch ihn hindurchfließt. Es fließt im Grunde genommen die Kraft Gottes aus dem Übernatürlichen ins Natürliche. Nehmen wir mal beispielsweise eine Heilung, ich komme gleich noch drauf. Da ist irgendjemand krank und der Herr sagt zu jemandem, Achtung, ich möchte, dass du dafür betest, dass die Person gesund wird. Gut, jetzt hat dieser Mensch in sich nicht unbedingt die Heilungspower, ja? Sondern es ist vom Herrn. Der Herr heilt, nicht der Mensch heilt. So, aber der Mensch muss jetzt hingehen zu dem Kranken und ist sozusagen der Kontaktpunkt, wo die Kraft Gottes dann hindurchfließt, wie durch so einen Schlauch, zu der Person, die dann geheilt wird. Es ist Gott, der heilt, aber durch die Person, durch diesen Menschen. Wenn der Mensch nicht dazu bereit ist, funktioniert es nicht. Wenn er nicht den Mund aufmacht, funktioniert es nicht. Wenn er nicht, was weiß ich, die Hände auflegt und dahin geht, funktioniert es nicht. Ja, das ist wie mit dem Schlauch. Wenn der Schlauch nicht da wäre, nützt das gar nichts. Du kannst das Wasser im Grunde genommen dann nicht dahin bringen, wo du es brauchst. Der Schlauch ist zwingend notwendig, aber der Schlauch ist nicht dasjenige, worum es geht, sondern in dem Fall das Wasser. Die Kraft Gottes fließt durch dich und du verfügst nicht darüber. Du bist nur ein Transportmittel. Du bist nur zur Übermittlung, zum Transfer, ja, zur Übertragung. Ein zweites Bild, was fast identisch ist, was hilfreich ist, ist das mit dem Stromkabel. Ein Stromkabel ist eigentlich, obwohl es ein komplett anderes Medium ist, exakt das Gleiche mit der Elektrizität. Du brauchst auch ein Kraftwerk, du brauchst auch einen Sicherungskasten, und die Sicherungen müssen auch alle drin sein. Ja, du brauchst ein entsprechendes Netzwerk mit deinen Leitungen, ne? Und irgendwann brauchst du dann da noch eine Steckdose und in die Steckdose steckst du dein Gerät ein und an dem Gerät ist nochmal ein Schalter, den musst du auch nochmal anschalten, bis es dann losgeht. Also wieder sind gewisse Dinge, die funktionieren müssen. Aber es ist eigentlich exakt genau das Gleiche. Ja? Diese Stromleitungen, diese Stromkabel dienen nur zur Übertragung der Kraft, der Elektrizität. Ohne die Leitung passiert gar nichts. Ohne die Leitung kannst du gar nichts machen. Es funktioniert nicht. Du brauchst den Anschluss an diesen Sicherungskasten mit der Leitung, um überhaupt die Elektrizität dahin zu bringen, wo du sie brauchst. Ja, da müssen noch andere Sachen in Ordnung sein. Aber wenn, dann funktioniert es. Und genauso ist es auch. Die Kraft Gottes muss durch uns fließen. Wenn die Sicherung draußen ist, klappt es nicht. Ja, wenn der Schalter an dem Gerät nicht eingeschaltet ist, klappt es nicht. Wenn die Steckdose nicht eingesteckt ist, klappt es nicht. Da kann die Leitung so perfekt sein, wie sie will. Es müssen die Dinge funktionieren. Das heißt, Gott muss dir den Auftrag geben und sagen, jetzt. Du musst bereit sein dazu, sagen, okay, jetzt. Du musst den Mund aufmachen und gehorsam sein und sagen, okay, jetzt. Und wenn das alles funktioniert, dann auf einmal kann die Kraft fließen. Es gibt Situationen, wo man den Eindruck hat, okay, jetzt möchte Gott irgendwas tun.
Und man sagt, ah, nee, passt mir nicht. Also gerade jetzt ist nicht so, jetzt. Mai morgen. Und morgen ist keine Kraft mehr da. Es war für jetzt. Da muss man lernen, mit dem Heiligen Geist wirklich zusammenzulaufen und in dieser Kraft hineinzugehen. Und ich als kleiner Junge habe da mal einen wirklich, mich bis zum heutigen Tag, erinnere ich mich daran, markantes Erlebnis gehabt. Und zwar, daran merkst du, wie alt ich bin, in grauer Vorzeit, als ich wirklich noch ein Knirps war, sind meine Eltern spazieren gegangen. Wir wohnten auf dem platten Land. Und da war es so, dass für die Gegend, wo wir waren, war das ganz neu, Elektrozaun, so ein elektrischer Weidenzaun war. Ja? Und meine Mutter sagt, ja, sag mal, was ist das denn? Wie funktioniert das denn? Und die konnte sich das gar nicht erklären, wie das sein soll, dass so ein dünnes Drähtchen da die Kühe und Pferde davon abhält, da einfach durchzugehen. Und mein Vater sagt, komm, ich zeig's dir mal. Und er fasst also diesen Draht da an und fasst sie an, um mir das klar zu machen, wie das ist, wenn der Strom eben da durchgeht. Nun, wie gesagt, ich habe gesehen, aha, der fasst sie an und ich greife die Hand von meiner Mutter, ja, weil ich dachte, jetzt machen wir hier so ein Anfassding. So, das Nächste, was passierte, nachdem ich aus der Ohnmacht aufgewacht war, war, dass ich auf dem Hosenboden gesessen habe und völlig neben der Spur war, weil dieser Strom, ich habe keine Ahnung, ob sich das eventuell noch verstärkt hat durch die beiden Herrschaften, haben mich völlig umgelegt. Der Schlag ging wirklich durch die Leute durch. Das floss da durch. Ja, es funktionierte. Und so ist es also wirklich etwas, wo ich weiß, der Herr kann Kraft durch Menschen fließen lassen. In dem Fall war es zwar nur normale Kraft aus dem Weidenzaun, aber es funktioniert genau so. Angeschlossen an die Kraftquelle fließt es durch dich. Du musst nichts machen, du musst nur angeschlossen sein. Ja? Das ist wirklich etwas, was wichtig ist. Ja? Die Wasser und Elektrizität in diesem Bild fließen durch dich. Aber sie kommen von was Größerem. Sie kommen vom Wasserwerk, sie kommen vom Elektrizitätswert. Ja? Du hast sie nicht in dir angesammelt, angestaut, eingelagert, sondern sie fließen nur durch dich. Nochmal, ohne dich passiert gar nichts. Die Kraft kann nicht dahin kommen, wo sie gebraucht wird. Es ist zwingend notwendig, dass du da bist. Und wenn da irgendwelche Blockaden sind, wie dieser Schalter oder Sicherung und so weiter, dann passiert auch nichts. Die müssen geöffnet werden. Musst angeschlossen sein. Gut, das sind zwei sehr praktische Beispiele und ich glaube, das hilft dir schon ein bisschen, das Thema zu verstehen. Aber jetzt kommt was Cooles. Das beste Bild, was mir persönlich geholfen hat, um diese ganze Thematik zu verstehen, ist dieses nette Ding. Also das ist ein Zahnrad. Ein Zahnrad, ne? Zahnrad. Weißt du was? Das Zahnrad bist du. Das Zahnrad bist du. Ach, jetzt weißt du auch, warum wir das Ding hier hingemalt haben. Genau. Um das nämlich mit dem Zahnrad wirklich deutlich erklären zu können. Dieses Zahnrad stellt dich dar. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben jetzt hier auf dieser Seite ein ganz, 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 ganz riesiges Zahnrad. Ein ganz großes Zahnrad. Und dieses Zahnrad, das dreht sich hier in diese Richtung. Und das ist die Kraft Gottes. Schreiben wir mal hier hin. Die Kraft Gottes, die sich hier bewegt, die treibt dieses riesige Zahnrad, bewegt sich also. Ja, von der Kraft Gottes getrieben. Gut. Ja, und hier siehst du schon verschiedene kleinere Zahnräder, ne, die sich hier, die ich da aufgemalt habe. Und diese kleineren Zahnräder, die stehen für Werke, die Gott durch dich tun möchte. Irgendwelche Dinge, die er durch dich tun möchte. Segnungen verschiedener Art oder diese Heilung beispielsweise. Oder, ja, irgendwelche Dinge, die er durch dein Leben in Bewegung bringen will. Ich meine, das ist natürlich nur ein kleines Verdeutlichung, ein Bild, aber ich denke, es funktioniert schon.
Man kann in der Regel gar nicht übersehen, wie weit das geht, was da alles dranhängt, wie sich das alles weiterentwickelt. Aber der entscheidende Punkt ist, das ist einfach nur da. Bis jetzt passiert gar nichts. Ja, die Kraft Gottes dreht sich hier schön wunderbar, ist in Bewegung und das ganze System steht still. Gut, ne? So, übrigens, die Kraft Gottes hier, dieses Zahnrad im Bild gesprochen, bewegt sich völlig gleichmäßig. Völlig gleichmäßig. Wird nicht schneller, wird nicht langsamer, bleibt nicht stehen, ist einfach in einer ganz gleichmäßigen Bewegung. Ne? Gut, und wie gesagt, das bist du. Das bist du. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ein paar Szenarien an, kleine Szenarien an, wie das hier so zu verstehen ist. Hier, ne? Hier bist du, oder von mir aus, hier bist du, ja, wunderbar. Schön, einzeln, irgendwo da oben. Losgelöst. Das Einzige, was hier ist, ist, dass du dich um dich selber drehst. Ne? Drehst dich um dich selber oder hier. Drehst dich einfach um dich selber. Bist nirgendwo angedockt. Ja, so ein Ego-Typ. Ich meine mich mir, ich drehe mich nur um mich. Alles ist mir egal. Hab sonst mit nichts zu tun. Und bist einfach so da, mehr oder weniger zufrieden oder unzufrieden. Und lebst vor dich hin. Das gilt übrigens für jeden, der noch nicht neu geboren ist. Der lebt einfach vor sich hin, der kann gar nicht an die Kraft Gottes angedockt sein. So, aber wenn du wiedergeboren bist, dann bist du hier in diesem System drin und erstmal bist du auch nur irgendwo, du bist allein. Ne? Und kannst dich dein ganzes Leben lang nichts anderes tun, als dich um dich selber drehen und mehr oder weniger zufrieden sein. Gut, das war die erste Version. Jetzt kommt die zweite. Du bist am Herrn. Fantastisch. Du hängst am Herrn. Du liebst den Herrn. So super. Ne? Du bist happy. Der Herr hat dich gerettet. Und du merkst, da ist dieser Flow drin, die Kraft. Ja? Du bist happy und du drehst dich fein mit der Kraft Gottes mit. Der Herr und ich, wir beide. So schön. Ja, wir sind uns selbst genug. Wir sind so glücklich. Ich fühle seine Kraft. Ich fühle seine Impulse. Ja, nur bewegen tust du nichts. Du bist einfach nur mit dem Herrn. Und es gibt Leute, die genauso leben. Ja, denen ist es vollkommen wurscht, dass irgendwas anderes in ihrem Leben passiert, sondern die sind einfach nur mit dem Herrn und alles andere interessiert sie nicht. Aber du bewegst nichts. Der Mensch bewegt nichts. Und das ist nicht die Absicht Gottes. Ja, dazu sind wir nicht geschaffen. Ja. Wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott bereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Okay, hier ist Gott mit seiner Kraft, hier sind die guten vorbereiteten Werke, in denen wir wandeln sollen. Was machst du? Nicht in diesen Werken wandeln, sondern du bist hier mit dem Herrn, sorry, auf einem privaten Ego-Trip. Oder aber, jetzt sagst du, gut, also das ist jetzt auch nicht, Glaube ohne Werke ist tot. Es muss etwas passieren. Es muss was passieren. Jetzt aber in die Hände gespuckt, wer doch gelacht. Los geht's. Wir müssen hier was in Bewegung bringen. Und dann sagst du, wir müssen hier anfangen, das Ding zu bewegen. Diese Werke müssen loslegen. Und je nachdem, wie du nun drauf bist, sagst du zum Beispiel, ich will hier sein. Nee, da. Mittendrin. So richtig mittendrin. Ja, in die Hände gespuckt. Und du versuchst mit deiner eigenen Kraft irgendwie dieses ganze System in Bewegung zu bringen. Und ich sag dir, Unmassen von Christen befinden sich in so einer Situation. Die wollen das, was da durchaus da ist und wo sie merken, dass der Herr Berufung gegeben hat, Salbung gegeben hat und so weiter, dass sie das in Bewegung bringen. Muss doch irgendwie funktionieren. Und dann sind sie da, ja, und mühen sich mit aller Kraft irrwitzig, um das Ding irgendwie zum Laufen zu bringen. Ja, ackern, bullacken, arbeiten, plagen, schuften, ringen. Ja, und mit all ihrer Power kriegen sie es hin, dass im Millimeterbereich sich die ganze Geschichte hier irgendwie in Bewegung setzt.
Ne? Ja, und nicht wenige Pastoren und nicht wenige geistliche Leiter hängen genau da drin. Hängen ganz genau da drin, in so einer Situation. Ja? Das Problem ist, das führt zum Frust, das führt zum Burnout, das führt zum Stress. Und je nachdem, wie angestrengt man ist, ja, dann brechen irgendwann auch die Zähne ab. Ne? Und irgendwann ist das Zahnrad nicht mehr rund und eiert nur so für sich hin. Und das ist wirklich etwas, was wir gerade bei Pastoren in der westlichen Welt viel feststellen. Warum? Weil sie das, wo sie wissen, dass es getan werden müsste, irgendwie versuchen, in die Wege zu bringen. Es muss doch funktionieren. Ne? So, und das ist im Grunde genommen vollkommen Wurst, ja, wo jetzt der Mensch positioniert ist. Also der hier sagt beispielsweise, ich bin mittendrin. Ich bin mitten im Leben, im Getümmel, Action. Und du hast das ganze Ding um dich rum, aber es passiert trotzdem fast nichts. Oder aber, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, das bin ich nicht. Ich bin, sagen wir mal, hier. Ich bin ganz demütig. Ich bin unten. Und ich bin der Diener aller. Der Diener aller. Ja, ich bin ganz, ganz demütig, bescheiden. Und dann versuchen sie hier unten aus der bescheidenen Situation das Ding irgendwie zum Laufen zu bringen. Weißt du was? Funktioniert kein Millimeter besser. Ja, genau die gleiche Gefahr, genau die gleiche Situation, genau die gleiche Position. Ja, du mühst dich mit aller Kraft und dir fliegen im Grunde genommen nur deine Zahnradzähne so um die Ohren. Ne? Weil es einfach kaum in Bewegung zu bringen ist, weil das Ding so groß ist. Oder du sagst, nee, also das schon gar nicht. Ich bin zu höherem berufen. Ha, aber ganz oben. Ne? Hier ist meine Position. Und von hier oben, da wird das gesteuert. Und wieder ackerst du und mühst dich und es passiert nichts. Es ist vollkommen egal, wo du anfängst. Aus eigener Kraft wirst du die Dinge nicht bewerkstelligen können. Die eigene Kraft, diese eigene Anstrengung, dieses eigene Bemühen, ja, das ist etwas, was im Grunde genommen extrem, extrem schädlich ist, mühsam ist, uns völlig fertig macht. Das ganze Ding, was Gott eigentlich in Bewegung bringen will, stagnieren lässt. Und doch ist das etwas, was so, so viele Christen erleben. Ja? Geistliche Leiter häufig, aber auch, ich denke, jeder von uns. Ne? Und vielleicht findest du dich da wieder. Ich meine, es sind natürlich auch immer wieder mal Situationen, wo man in so eine Falle hineintappt. Ja, ich muss was machen, ich will was machen, ja, es muss was passieren. Und dann bemüht man sich und krampft sich einen ab. Verschleißt seine Kräfte und es wird fast nichts passieren. So, es gibt im Grunde genommen stattdessen eigentlich hier diese Stelle. Wo sind wir hier? Sagen wir mal da. Diese Stelle, wo das ganze Ding dann funktioniert. Das ist der Platz, wo du hingehörst. Genau an die Stelle gehörst du. Dafür hat Gott dich geschaffen. Dass du der Übermittlungsträger, das Verbindungsglied bist zwischen seiner Kraft und den vorbereiteten Werken, die er durch dich tun will. Und wenn du in der Position bist, dann nennt die Bibel das Wandeln. Warum? Weil du ganz gleichmäßig mit der Geschwindigkeit Gottes einfach an der Position dich drehst mit dem Herrn, kannst gar nicht anders. Und auf einmal setzt sich das ganze Ding in Bewegung und die Dinge, die Gott getan haben will, die Dinge, die er vorbereitet hat, geschehen auf einmal. Wie gesagt, es ist nur ein Bild. Ne? Musst du schon richtig verstehen. Hier an der Stelle bist du 100% im Willen Gottes. Das ist da, wo er dich haben will. Und das Ding ist etwas, wo du persönlich diesen Platz finden musst. Und ich sag dir, musst. Ja, schon hier funktioniert es nicht. Du musst wirklich den Platz finden, den Gott genau für dich hat. So wie du bist, wie er dich geschaffen hat, wie du tickst, wie du eben bist. Ne? Er hat natürlich unterschiedlichste Werke vorbereitet für die unterschiedlichsten Menschen. Völlig logisch. Ja? Aber du musst diesen Platz finden. Und es ist deine Aufgabe, diesen Platz zu finden. Das ist etwas, was du dir persönlich durch den Heiligen Geist zeigen lassen musst. Das ist dein Job. Das kannst du dir nicht von irgendjemand anderen aufdrücken lassen. Ja? Kannst dich sagen, ja, was muss ich machen? Ja?
Rat und Hilfe und sowas ist natürlich gut. Aber ich sage dir eins, ich kenne etliche Fälle von Leuten, die manchmal bis hin zum Missbrauch irgendwo in irgendwelche Positionen geschoben worden sind, wo sie nicht effektiv an der Stelle sind, wo sie hingehören. Sie machen irgendwas, beispielsweise, weil, sorry, in der Gemeinde der Job gemacht werden muss, ne? Ohne dass es die richtige Person ist, ohne dass es an der richtigen Stelle ist, ohne dass es wirklich effektiv ist und so weiter. Und ich persönlich oder wir von unserem Dienst sind der Meinung, an der Stelle, wo du hingehörst, wo Gott dich haben will, da bist du zufrieden. Das gibt dir Genugtuung. Das ist auch leicht, wie die Bibelstelle. Es ist ein Wandeln, nicht ein Ackern, Mühen, Schuften, sondern ein Wandeln. Warum? Weil Gottes Kraft durch dich wirkt und die Werke, die Gott vorbereitet hat, geschehen. Und das ist etwas, wo du finden musst, diesen Platz finden musst, wo gehöre ich hin? Und das ist so unterschiedlich. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ganz klassisches Beispiel ist Straßenevangelisation. Ja, es gibt Leute, die haben einfach eine Salbung und eine Begeisterung und eine Berufung und Begabung für Straßenevangelisation. Und häufig sind das Menschen, die erwarten, dass die anderen genauso ticken. Genau die gleichen Begabungen und Berufungen haben. Haben sie aber nicht. Ja, die haben vielleicht mehr Anbeter oder Lobpreis oder Helfer oder irgendetwas anderes. Sind prophetisch drauf. Irgendwas. So, und wenn die jetzt genötigt werden, Straßenevangelisation zu machen, dann machen die das, aber sie krampfen sich einen ab und es ist überhaupt nicht ihr Ding. Und weißt du, was passiert? Nichts passiert. Es wird nichts oder sehr, sehr wenig in Bewegung gebracht. Und so gilt das für verschiedenste Dinge, auch für Fasten. Es gibt Leute, die brauchen nicht zu fasten, die können gar nicht fasten. Ja? Und andere, für die ist das genau das Ding, wo sie sagen, wenn ich faste, dann passiert richtig was. Aber das muss man wissen. Ne? Oder Kinderdienst. Die berühmten Storys, ja? Nach dem Motto, der Pastor hat mich vor 35 Jahren gefragt, ob ich mal kurzfristig den Kinderdienst übernehmen will. Seitdem habe ich das Ding am Haken. Ich hasse eigentlich den Job. Ja, und die Kinder finden es auch nicht gut. Aber es wird halt immer gemacht, weil einfach, es wird eben gemacht. Es muss gemacht werden. Und damit sind Leute blockiert, die eben nicht an der vollen Berufung, wo sie hingehören, positioniert sind, sondern irgendwo positioniert sind. Und das ist nicht gut. Deshalb sage ich, du musst finden den Platz, wo der Herr dich wirklich richtig haben will. Ein anderes Bild ist das mit der Armee. Weißt du, in einer Armee gibt es ja auch Tausende von verschiedenen Aufgaben. Das Volk Gottes ist eine Armee im Geist. Ne? Deshalb spricht der Fässerbrief hier von der Waffenrüstung und so weiter. Wenn, wird ja immer wieder erwähnt, das Bild. Ne? Bräuchte man nicht, wenn wir keine Armee wären, wenn wir keine Soldaten wären im Geist. Ja, und in der Armee des Herrn gibt es eben Frontsoldaten, aber es gibt beispielsweise auch Sanitäter. Ja, es gibt Leute, die kümmern sich um die Versorgung. Es gibt Leute, die kümmern sich, sehr wichtig, um die Nachrichtentechnik. Ja, es gibt Späher, es gibt Infanterie, vielleicht sogar Kavallerie. Ja, es gibt Marine, es gibt Luftwaffe, vielleicht gibt es sogar Spione. Ne? Es gibt Leute, die in der Verwaltung tätig sind, in der Logistik und. In der Armee des Herrn gibt es hunderte von verschiedenen Aufgaben. Und du musst finden den Platz, wo der Herr dich für berufen hat. Lass dir von niemand irgendwas erzählen, da gehörst du hin, du machst den Job und du fühlst dich todunglücklich. Wenn du nicht glücklich bist, wenn du nicht zufrieden bist, wenn du nicht merkst, dass da wirklich der Herr dich an der richtigen Stelle hat, dann such dir wirklich einen anderen Platz. Du bist falsch positioniert. Ja? Wenn du unglücklich bist oder wenn du merkst, dass nichts passiert, dass nichts freigesetzt wird oder wenn du merkst, dass dir deine Zähne hier von dem Zahnrad so langsam aber sicher einer nach dem anderen abbrechen, dann bist du falsch positioniert. Und es ist gut, wenn du sagst, okay, Herr, zeig mir, wo ich wirklich, wirklich hingehöre. Vielleicht ist es ja auch nur eine kleine Verschiebung irgendwas, vielleicht auch eine große. Aber das ist etwas, wo ich sagen würde, ja, schau dich um, dass du gemäß deiner Berufung, deinen Fähigkeiten, deinen Gaben an genau dem Platz bist, wo du wirklich hingehörst. Und ich möchte dir dieses Buch an genau dieser Stelle vorstellen. Lebe, bevor es zu spät ist. Das ist genau das Thema. Lebe, bevor es zu spät ist. Gottes Willen für dein Leben erkennen. Das ist von Daniel Kolender. Daniel Kolender hat dieses Buch geschrieben und es geht um nichts anderes als Berufung
Und wie finde ich meine genaue Berufung? Wie finde ich die Berufung, die Gott für mich hat? Wie finde ich den Platz, wo ich wirklich, wirklich hingehöre? Ein ganzes Buch dazu. Das ist extrem cool. Ich kenne kein besseres Buch, wo es um diesen Punkt geht. Berufung. Ne? Berufung. Und deshalb möchte ich dir das an der Stelle gerne vorstellen. Lebe, bevor es zu spät ist, von Daniel, einfach, weil er genau dieses Thema umfassend aufgegriffen hat, mit den ganzen Herausforderungen und Schwierigkeiten und so weiter. Und ich habe das Buch als großen, großen Gewinn empfunden. Und es ist ein schönes, richtig ordentliches Buch, relativ günstig, kostet 12,90 Euro. Also sehr, sehr zu empfehlen. Kannst du bei uns, wenn du willst, gerne im Shop erhalten. Ein wichtiger Punkt hier bei der Sache ist jetzt noch, du musst, und ich sage musst, wir sagen müssen, weil wir meinen, dass man das muss, ne, dass man es müssen muss. So, du musst in der Geschwindigkeit Gottes laufen. Du musst genau dich in dieser Geschwindigkeit, dieser Kraft Gottes bewegen. Du kannst nicht schneller. Du kannst nicht langsamer. Ja? Manchmal denken wir, ja, das muss doch schneller gehen. Ja, das kann doch gar nicht so sein, dass ich das jetzt hier so langsam darstelle. Die prophetischen Worte sind doch schon alt. Die Verheißung habe ich doch schon vor Jahren gekriegt. Da muss doch irgendwie kommen. Ja, wie kann es denn sein? Und dann versucht man irgendwie das Ganze zu beschleunigen. Und du kannst dir vorstellen, was passiert. Du kannst sogar hier die vorbereiteten Werke gegebenenfalls beschädigen oder ruinieren. Also das Ding hier kaputt machen. Ja, wenn du jetzt versuchst, irgendwie da zu manipulieren und schneller oder auch langsamer, weil die Geschwindigkeit Gottes dir zu schnell ist, ne, irgendwie daran rumzumanipulieren. Nach dem Motto, die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Also ich werde jetzt einfach mal hier mein eigenes Ding machen und es funktioniert nicht. Ich sage dir, es funktioniert gar nicht. Du kannst weder stoppen, noch aussteigen, noch sonst was. Du musst da einfach an dem Platz bleiben und mit dem Herrn laufen. Mit dem Herrn laufen. An der richtigen Position, in seiner Geschwindigkeit. Und weißt du was? Da ist es leicht. Da ist es am allerleichtesten. Eigentlich hast du an der Stelle fast keine eigene Anstrengung nötig. Und das ist etwas, wo wir lernen müssen, im Gleichlauf mit dem Herrn zu laufen. Und in der Bibel finden wir dann natürlich ein interessantes Bild, das Jesus gibt. Und das ist das mit diesem Joch. Ein Joch. Okay, was hat es mit dem Joch auf sich? Ne, das ist die Bibelstelle in Matthäus 11, Abvers 28. Da sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Weißt du was? Im Natürlichen kann ein Joch gar nicht sanft sein. Und eine Last ist per Definition etwas, was eine Last ist, also nicht leicht. Aber im Geistlichen sieht die Sache anders aus. Der Herr sagt, hey, ein geistliches Joch ist ganz leicht. Eine geistliche Last ist etwas ganz Leichtes. So, wenn du also merkst, dass du eine schwere Last hast, dann ist es vielleicht nicht unbedingt die Last vom Herrn. Dann musst du wirklich schauen und notfalls etwas Feintuning vornehmen. Gut, mit dem Joch, da spricht er vom Pflügen. Ja, damals hatten die also zwei Ochsen, ne, oder Kühe, was auch immer, und die haben ein Joch über die Schulter gelegt bekommen und da hing dann mit der entsprechenden Apparatur dann der Pflug dran und dann mussten die beiden absolut im Gleichschritt marschieren. Und da gab es ein Leittier, das hat die Geschwindigkeit, die Schrittfolge und so weiter vorgegeben. Das war ein Tier, was das kannte, was geschult war, was einfach vorangegangen ist. Und das andere ist einfach nur mitgelaufen. Und es musste möglichst im Gleichschritt mitlaufen. Es musste in der gleichen Geschwindigkeit laufen. Es musste sich extrem anpassen. Wenn es das nicht getan hat, dann verkantete sich das Ganze. Es wurde schmerzhaft, es wurde schwierig für beide. Ja, und das Ganze wurde kräftezehrend und uneffektiv. Beide mussten ganz gleichmäßig im Gleichschritt, in der gleichen Geschwindigkeit, absolut parallel laufen. Ne? So, das ist nicht so einfach.
Aber es geht. Selbst die Ochsen haben es hinbekommen. Und genau das ist das hier. Absolut in der gleichen Geschwindigkeit, die der Herr dir vorgibt. Ja? Du läufst einfach mit. Du läufst einfach mit. Das Joch ist sanft. Wenn es nicht sanft ist, ist irgendwas faul. Dann bist du zu schnell oder zu langsam oder am falschen Platz. Ne? Wenn du wirklich an der richtigen Stelle bist, ist es sanft. Die Last ist leicht. Das ist der Punkt, wo du entscheiden kannst oder feststellen kannst, bin ich wirklich da, wo Gott mich haben will? Es ist dann leicht. Es ist natürlich nicht immer leicht. Es gibt auch Herausforderungen, Probleme, natürlich. Aber du merkst, dass du eine Genugtuung hast. Du merkst, dass du eine Erfüllung hast, weil du weißt, ja, ich bin an der richtigen Stelle. Das merkst du dann schon. Wie gesagt, selbst die Ochsen haben das geschafft. So, an der Stelle bist du perfekt eingepasst. Richtig eingepasst. Genau dafür gemacht. Vorbereitete Werke. Aber es gibt noch ein interessantes Detail. Es gibt nämlich, wie das jetzt hier gezeichnet ist, nicht nur diese eine Stelle, sondern du könntest natürlich auch leicht verschoben, sagen wir mal, hier, ja, ein Stück weiter oben, exakt das Gleiche genauso bewirken. Hätte keinerlei Unterschied. An jeder anderen Stelle, außer an diesen beiden Positionen, funktioniert das Ding nicht. Was ist da die Message? Ja, vielleicht gibt es mehrere Positionen, wo du eingesetzt sein kannst und gleichzeitig 100% im Willen Gottes bist. Das musst du auch rausfinden. Vielleicht gibt es etwas, ja, wo du genau merkst, das erfüllt mich, obwohl mich vielleicht was anderes auch sehr zufriedenstellen würde, aber ich merke, hier gebraucht mich der Herr und hier bleibe ich drin. Ne? Wichtig ist, dass du an diese Position kommst, wo auch immer die sein mag, und genau weißt, okay, der Herr tut die vorbereiteten Werke und das Ganze läuft, es funktioniert. Jetzt gibt es natürlich noch den Feind. Ich meine, der Feind hat schon dafür gesorgt, dass du dich nur um dich drehst, ne, irgendwo, dass du irgendwo nur am Herrn hängst und nichts weiter passiert oder dass du hier oder da oder sonst wo irgendwie versuchst, das ganze Ding zum Laufen zu bringen. Am allerbesten sind natürlich solche Sachen, ja. Wenn du dann hier bist, dann knallt es richtig, wenn du versuchst, dich dann in Bewegung zu setzen. Der Feind, den gibt es auch noch. Wenn du jetzt hier, sagen wir mal, an dieser Stelle sehr effektiv und schön positioniert bist und alles wunderbar läuft, was macht der Feind? Der Feind kommt und versucht, Druck auf dich auszuüben, dir Aufgaben zu geben, dir Jobs zu geben, dich mit Sachen zu überhäufen, um dich hier rein zu quetschen. So, und irgendwann ist es zu eng, ja, und du zerbrichst. Das ist seine Absicht. Workload erhöhen, die Lasten erhöhen. Und obwohl du eigentlich wunderbar in dem läufst, wo der Herr dich haben will, kommt zu viel auf dich, zu viel auf dich. Gerade Pastoren können da ein Lied von singen. Zu viel auf dich, ja. Und dann ist es das, was dich mitten in dieser Position uneffektiv machen kann und das ganze Ding zum Stillstand bringt. Und das ist wirklich etwas, wo wir auch gewaltig aufpassen müssen. Ja, dass wir nicht in diesen Stress, in diese Zerbruchpositionen kommen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht aus dieser wirklich perfekten Position, in die der Herr uns, wofür er uns geschaffen hat, herausbewegen lassen. Kleine Veränderungen können schon sehr gefährlich sein. Ne? Und was will ich damit sagen? Es ist absolut wichtig, dass du immer in der Abstimmung mit dem Herrn bist. Du musst immer den Fokus auf ihn haben. Du musst immer Zeit mit ihm verbringen. Du musst immer auf ihn hören. Du musst immer wieder bereit sein, Feinjustierung vorzunehmen. Dann, hier habe ich was falsch gemacht, das muss ich loslassen. Das Ding gebe ich jemand anders. Hiermit, das gebe ich auf. Ich möchte das nicht, das brauche ich nicht. Ja, irgendwie was. Das kann durchaus so sein. Was anderes kann auch sein, dass du irgendwann mal feststellst, der Herr sagt, das ist jetzt gut gewesen, alles prima, aber wir nehmen jetzt mal einfach diesen Arbeitsbereich komplett weg. Dann ist der Job erfüllt. Auch kein Grund, die Krise zu bekommen. Ja? Wenn Gott sagt, gut, ist erledigt, ich nehme diesen Arbeitsbereich weg, ist zu viel für dich jetzt, ist zu anstrengend für dich, oder ich gebe es jemand anderem, dann ist es auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Ja, das müssen wir einfach sehen mit dem Herrn. Es ist kein Weltuntergang, wenn irgendwelche Arbeitsfelder
die du vielleicht gut erfüllt hast, vom Herrn jemand anders gegeben werden. Vielleicht hat er eine ganz andere Berufung für dich und gibt dir irgendwo ganz andere Werke, die von ihm vorbereitet sind. Ja? Du musst einfach immer in Abstimmung mit ihm schauen, wo ist der perfekte Platz, wo bin ich effektiv, wo baue ich Reich Gottes. Und das Interessante hier ist natürlich, das Zahnrad hat in sich null Kraft. Ja? Hat keine Kraft. Die Kraft Gottes treibt das Zahnrad an. Und durch die Position, wo es ist, werden all diese Dinge in Bewegung gesetzt. Aber ohne das Zahnrad steht das ganze Ding komplett still. Es passiert gar nichts. Das ist wie mit dem Schlauch. Ja? Wenn der nicht angedreht ist. Das ist wie mit dem Elektrizität, wenn der Schalter nicht angeschaltet ist oder nichts in der Steckdose ist. Passiert gar nichts. Es ist notwendig, dass das da ist. Ja? Um die Dinge, die Gott vorbereitet hat, in Bewegung zu bringen, die er vorbereitet hat, bringt er dich in die Position, die er für dich hat und sagt, pass mal auf, hier kannst du wandeln. Hier ist die Last leicht. Hier ist das Joch ganz sanft. Ja? Er wird ohne dich all das nicht tun, was er durch dich tun will. Das ist sehr wichtig. Das ist unsere Verantwortung. Der Herr hat etwas, was nur du umsetzen kannst. Was nur du umsetzen kannst. Ne? So, und deshalb hat dieses Vorangehen in der Kraft Gottes nichts damit zu tun, dass du irgendwie ein super toller, hochgeistlicher Hero bist, der, wie gesagt, sonst was für tolle Leistungen hat. Überhaupt nicht. Es hat einfach nur damit zu tun, dass du in der richtigen Position bist. Schau mal, der Evangelist Reinhard Bonnke. Als junger Mann war der in einer Missionsgesellschaft. Die hat ihn ausgesandt, damals nach Afrika. Und er ist so, wie er ist und hat versucht, alles Mögliche in die Wege zu leiten und war da ein paar Jahre und es wurde für ihn immer schwieriger, weil er wollte alles Mögliche bewegen und es klappte nicht mit der Missionsgesellschaft. Es gab ständig irgendwelche Reibereien, es gab Schwierigkeiten. Und letztlich hat er sich nach Jahren davon getrennt. Hat gedacht, also es funktioniert nicht, es geht einfach nicht, es ist zu viel. Und er hat sich mit seiner Frau gekündigt und hat selbst einen kleinen Dienst, einen winzigen Dienst, mit kleinsten Anfängen gegründet. Und das war das, wo auf einmal, ab dem Moment, kam er in die Position und der Herr hat ihn den Dienst gebraucht, bis zum heutigen Tag fast 80 Millionen Menschen in Afrika zum Herrn geführt. So, warum? Als Missionar war er nicht in der Position der Effektivität, die er hatte, weil er hatte überhaupt keine Salbung, Missionar zu sein. Er war nicht berufen als Missionar. Das war nur der Job, der eben zur Verfügung stand, aber das war nicht sein Job. Er war Evangelist. Und das ist was anderes. Und als er, wie soll ich mal sagen, im Vertrauen auf den Herrn in die Möglichkeit reingegangen ist, seinen Dienst mit dem Herrn zu machen, auf einmal schnurrte das ganze Ding. Und eine vorbereitete Struktur setzte sich in Bewegung, die, wie gesagt, bis zum heutigen Tag 80 Millionen Menschen zum Herrn geführt hat. Das sind nur die ausgefüllten Entscheidungskarten. Was da drumherum ist und all die Gemeinde inspiriert worden sind und sonst was, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Warum? Weil er gesagt hat, ich bin an der falschen Stelle in diesem Missionarsjob, in dem ich bin. Auch wenn ich den vielleicht mag, auch wenn ich die Leute mag, auch wenn alles eigentlich gar nicht schlecht ist, es muss was anderes geben, es muss mehr geben, ich muss in die richtige Position kommen. Und als er den richtigen Platz gefunden hat, auf einmal setzte sich was in Bewegung. Und das gilt auch für dich. Vielleicht ist alles, was bis jetzt dich beraubt hat in deinem Leben, nur die Tatsache, dass du in der falschen Position bist. Dass du nicht da bist, wo der Herr dich haben will und wo die Kraft real durch dich übertragen wird. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss noch ein paar Bibelstellen anschauen. Einfache Bibelstellen, die wir da nochmal durchgehen, um hier zu sehen, wie das zusammenhängt. Epheser 3, ab Vers 18, sagt Paulus, Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, Punkt, Punkt, Punkt,
was die überragende Größe seiner Kraft. Okay, die überragende Größe seiner Kraft. Das wissen wir jetzt, ne? Das ist die überragende Größe seiner Kraft. Was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Okay, ja? Das ist genau exakt der Punkt, um den es Paulus hier geht. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Also das, was er hier tun kann, ist viel größer als das, was wir uns ausdenken könnten, was wir uns vorstellen könnten. Ne? Der aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Weißt du, was interessant ist in diesem Text? Einmal spricht er davon, von der Kraft Gottes, die an uns wirkt. Und einmal sagt er, von der Kraft Gottes, die in uns wirkt, weil die Kraft übertragen wird. Ja, weil die Kraft hier übertragen wird. Es ist genau diese Situation, die er hier im Epheserbrief beschreibt. Andere Bibelstelle, 2. Korinther 12, Vers 9. Hier mal die Luther-Übersetzung, die kennen wir wahrscheinlich alle. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ha! Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Das Schwache, den kann ohne diese Kraft gar nicht. Ne? Aber es ist mächtig in der Verbindung. Ne? Und dann sagt Paulus, darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne, damit das wirklich gut übertragen wird. Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Das ist der Text von der Zürcher Bibel. Philipper 4, Vers 13. Ja? Alles ist möglich. Dem, der hier verbunden ist und wo die Kraft Gottes durchfließt. Es gibt keine Grenze dafür. Es gibt keine Grenze dafür. Anderer Text. Ihr kennt das alle. Als Petrus und Johannes in den Tempel gegangen sind und da war dann der Gelähmte, der da saß. Ja? Es sind die hingegangen, haben ihn angesprochen, haben gesagt, schau uns an, Hilfe und Gott haben wir nicht. Und dann haben sie ihn genommen und auf einmal war der Mann geheilt. Was hatten die? Hatten die diese Heilungskraft irgendwo in den Klamotten? Hatten die die bei sich? Natürlich nicht. Ne? Und die Story geht dann weiter und es wird dann zum Thema gemacht. Ne? Und dann sagt Petrus, er sprach zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Was seht ihr so gespannt auf uns? Als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Das ist ein klassisches Beispiel für so ein Werk. Der Herr hat die Heilung von diesem Blindgeborenen als ein Werk vorbereitet, in dem diese beiden wandeln sollten. Die kamen dahin, sahen den, ja? Es kam zu dieser Kraftübertragung. Die Kraft floss aus der Power Gottes durch Petrus und Johannes hin zu dem Gelähmten, der geheilt worden ist. Ne? Und dann sagen sie hinterher, hey Leute, das haben wir nicht aus eigener Kraft gemacht. Natürlich nicht. Es ist die Kraft Gottes. Und darauf haben sie hingewiesen. Und deshalb sind Heilungen, Zeichen, Wunder in der Form auch immer ein Hinweis auf das Wirken Gottes, auf seine Power und so weiter. Nochmal Paulus. Oh, ich habe viel von Paulus. Römer 15, Vers 18. Da sagt er, ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes. Und dann geht's weiter.
Er sagt, wenn ich von irgendwas rede, dann rede ich nur von dem, was Christus durch mich getan hat. Durch mich. Die Dinge, die er durch mich getan hat. Davon rede ich. Von dem, was Gott bewirkt hat. Durch mich, weil ich in einer richtigen Position war. Ja? Davon rede ich. Von sonst rede ich nichts. Und das sind die Dinge, ja, von dieser Kraft, Zeichen, Wunder, das ist die Kraft des Geistes. Das ist die Aussage in dieser Bibelstelle in Römer. 2. Korinther 4, Vers 7. Da sagt er, wir haben aber den Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Das Übermaß der Kraft ist natürlich von Gott, nicht aus uns. Der Schatz, den wir haben, ist ein irdenes Gefäß, zerbrechlich. Ja? Aber die Kraft Gottes fließt da hindurch. Es ist nicht aus uns, es ist von Gott. 2. Korinther 4, Vers 7 war das. Römer 6, Vers 13. Da sagt er zu den Christen, stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Aha, stellt euch selbst Gott zur Verfügung. Positioniert euch. Stellt euch Gott zur Verfügung, weil wenn ihr das nicht tut, passiert nichts. Ne? Stellt euch Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Zu Verbindungsgliedern, ein Werkzeug, ein Tool, ja, was hier ist, an der richtigen Stelle, um die Dinge in Bewegung zu bringen. Das ist die Aussage in diesem Bibelvers. 2. Korinther 3, Vers 5 bis 6 sagt er, nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst. Ne? Also nicht von uns aus entstanden, sondern unsere Tüchtigkeit, also das, was wir bewirkt haben, was durch uns geschehen ist. Ja? Unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns tüchtig gemacht hat. Zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ja? Die Tüchtigkeit, das heißt das, was bewirkt, dass wir überhaupt was irgendwie in die Wege leiten, kommt von Gott. Amen dazu. Und dann, und damit bin ich schon fast am Ende. Jesus hat ein sehr cooles Bild, was auf den ersten Blick denkst du, passt gar nicht hier rein. Das ist das mit dem Weinstock. Mit dem Weinstock und mit den Reben. Ja? Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist ein anderes Bild. Aber diese Aussage ist genau exakt auf diese Situation auch treffend. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vergesst es. Am Anfang hatten wir die Bibelstelle aus Epheser 2, Vers 10. Ich habe dir gesagt, streich sie dir an. Wir sind sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus. Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist für mich hier mit diesem kleinen, bescheidenen Zahnradbild für mich etwas, wo ich wirklich sage, damit verstehe ich, wie all diese Bibelstellen zu verstehen sind, wie das gemeint ist. Wie funktioniert das mit der Kraft Gottes? Genau so. Genau so. Und egal, wie klein und unscheinbar bescheiden dein Zahnrad vielleicht wirken will, mag. Oder dein Zahnrad aussieht in den Augen der Welt. Ja? Es ist vollkommen egal. Es ist vollkommen egal. Wenn du an der richtigen Stelle bist, kann der Herr Großes, Großes durch dich bewirken. Sachen, wo du überhaupt nicht den Überblick hast, was da alles dranhängt und was sich daraus entwickelt. Wo du vielleicht gar nicht weißt, was der Herr tut und wodurch er dich gebraucht. Dein Zahnrad ist zwingend notwendig für das, was Gott durch dich tun will. Er braucht dich. Er will dich. Er will durch dich Dinge bewirken. Er will durch dich Dinge bewegen. Er will dich haben. Aber an der genau richtigen Stelle. An der genau richtigen Stelle. Denk an das Mädchen mit dem Down-Syndrom. An der genau richtigen Stelle genau die richtigen Fragen gestellt. Ja? Das Einzige, was wirklich, wirklich wichtig ist, ist, absolut darauf achten, an der richtigen Stelle zu sein.
Und da möchten wir jetzt für dich beten, dass der Herr dir dazu wirklich die Gnade gibt. Ich habe noch eine Sache dabei. Ich habe in letzter Zeit mehrere Gespräche gehabt mit Leuten, die in den Gemeinden sehr aktiv sind. Und das sind Leute, die holen sich hier Kraft. Ja, die sind in der Verbindung. Aber sie sehen alle diese Dinge und sie versuchen mal hier und mal da und mal dort zu dienen. Und dann gehen sie wieder schnell zurück, holen sich ein bisschen Kraft und gehen dann wieder in die Werke hinein. Und das, was mich sehr bewegt hat, ist, dass einige gesagt haben, ach, ich war gar nicht so unfroh über den Lockdown und dass die Gemeinde einfach mal zu war. Stimmt. Das hat mich wirklich betroffen gemacht, weil das spricht davon, dass diese Personen ja mit Kraft ausgestattet auch wussten, welches ihre Gaben sind, aber hier gedreht und gedreht und gedreht und gedreht in dem und das nächste gesehen und hier wieder gedreht und gedreht, bis sie müde wurden. Und dann haben sie gemerkt, oh, ich bin wirklich nicht so ganz richtig in der Verbindung mit Gott. Wir wollen auch für die jetzt beten, die heiß gelaufen sind. Ja. Und die jetzt gemerkt haben, wo die Gemeinde zur Ruhe gekommen ist, wo kein Kinderdienst mehr war, wo kein Kaffeekochen mehr war, wo kein Putzen mehr war, wo keine Straßenevangelisation möglich war und all diese Dinge, wo sie gemerkt haben, ich bin einfach erschöpft. Ich bin eigentlich ausgebrannt. Das ist nicht das, was Gott hier meint. Ja. Er möchte Herz zu Herz, Kraft in Kraft. Alles das, was wir betrachtet haben jetzt, das möchte er sein. Er möchte nicht, dass wir ausbrennen, sondern für ihn brennen und mit ihm brennen. Denn nur dann wird dieses Feuer und dieses Licht, dieses Leuchten wird in die Werke hineingehen. Ja. Und für die, die immer nur hören, ich muss ja und ich muss, nein, du musst es nicht. Du musst es nicht. Du musst prüfen, was der Herr für dich möchte. Und das musst du tun. Du bist ihm verantwortlich. Amen. Du bist nicht im Kaffeekochen, im Kinderdienst und all diesen Dingen. Der Herr wird dich auch fragen nach dem. Hier wird er dich fragen. Was hast du in meiner Verbindung zu Wege gebracht, in den Werken zustande gebracht? So, und das ist etwas, wo ich beten möchte für die Leute, die so lange Jahre in der Gemeinde oder in Diensten unterwegs gewesen sind, die auch immer nur den Druck gehört haben, ich muss, sonst tut's ja keiner. Oder wenn ich nicht in der Gemeinde funktioniere, dann sind andere mit mir unzufrieden oder die Leiter sind unzufrieden. Und es ist ja kein anderer da. Also das stimmt sowieso schon mal nicht, das möchte ich mal sagen. Jeder ist für seinen Platz verantwortlich. Und wir wollen jetzt beten. Ja, lass dir von niemand einen Platz aufdrücken, wo du nicht merkst, dass du am richtigen Platz bist vom Herrn. Wo du kein inneres Zeugnis hast, wo du keine Bestätigung hast, wo du keinen wirklichen Erfolg siehst, wo du nicht siehst, dass irgendwas wirklich Gutes, Geistliches passiert. Ja? Lass es nicht zu. Ja? Wir sind als Deutsche sowas von in diesem leistungsorientierten Hamsterraddenken drin. Wir müssen wirklich damit kommen. Auch in diesem Gehorsam oder dieser Anerkennung. Es geht viele Leute, um die richtige Positionierung. Ja. Ohne Position, ohne die richtige Position, ohne die richtige Berufung, hier, ohne den richtigen Connect zwischen Gott und den Dingen, die er für dich vorbereitet hat, wird nichts passieren. Und weißt du, was das Schlimme ist? Es gibt Leute, die sind ihr Leben lang, weil irgendjemand es vielleicht ihnen mal gesagt hat, irgendwo in einer falschen Position. Und es wird fast nichts bewegt von dem, was Gott eigentlich tun will. Und dafür werden die Leute, das ist dramatisch, Rechenschaft geben müssen. Er sagt, hey, ich wollte so viel durch dich tun. Ich wollte so viel durch dich wirken. Warum hast du es nicht zugelassen? Er sagt, ja, ich mache das doch und so weiter.
Ich sage dir eins, das sollte nicht für dich und mich gelten. Ja. Wir müssen uns bewusst sein, wir werden vor dem Herrn der Herren und vor dem König der Könige stehen, der sagt, was hast du gemacht? Denk an das Ding mit den Gaben, den anvertrauten Talenten. Wir müssen Rechenschaft geben. Und dafür ist es wichtig, an der richtigen Position zu sein. Stromkabel, Schlauch, Kanal, Zahnrad, Weinstock mit Rebe, ist es alles das Gleiche. Eins, was mir auch noch bei der Predigt von Martin auffiel, ist, manche brauchen den Glanz und das Lob von den Werken oder suchen das Lob und den Glanz der Werke mehr als hier dieses Lob und die, wie soll ich sagen, die Bestätigung vom Herrn. Sondern sie sagen, oh, wenn ich den Kinderdienst mache, dann sind die alle mit mir zufrieden und sagen, du bist so wertvoll, auf dich können wir nicht verzichten und du machst das ja so toll und man lebt nicht von dem, dass der Herr sagt, hey Schatzi, du machst das so gut, ich bin so zufrieden mit dir, ich liebe das, wie du das machst, das ist genau das, was ich für dich wollte, sondern sie suchen hier überall Anerkennung, Lob, Respekt, was auch immer. Wertschätzung. Wertschätzung. Das hier, unsere Wertschätzung, Gott muss groß rauskommen, der Herr muss groß rauskommen. Er muss. Es kann ja auch sein, dass das gar keiner sieht. Die sehen nur, was alles Großes passiert, aber was der eigentliche Punkt ist, wird vielleicht sogar übersehen. Ja. Weißt du was? Es macht nichts. Genau. Gott übersieht dich nicht. Genau. Er weiß, was ohne dich niemals möglich wäre. Er sieht dich, er hat dich im Blick. Yes. Lass dich echt, es ist so ein komplexes Thema. Yes. Lass dich nicht berauben von dem, was Gott durch dich tun möchte. Amen. Und wir sind absolut überzeugt, Gott hat mehr für dich. Yes. Es ist die Wahrheit, er hat viel mehr für dich. Er hat vorbereitete Werke für dich, in denen du wandeln darfst. Wandeln. Halleluja. Halleluja. Ist das nicht genial? Ich finde das spitze. Ich finde das cool. Vater, wir danken dir für dieses wirklich starke Bild. Wir danken dir, dass du uns einsetzt, dass du uns gerufen hast, berufen hast, gesetzt hast, dass wir hingehen und Frucht bringen und dass unsere Frucht bleibt. Eine bleibende Frucht. Herr, wir wollen hören, dass du uns rufst und sagst, ich bin so zufrieden mit dir, du machst so einen guten Job, ich bin wirklich mit dir, du bist alles am richtigen Platz und alles. Und wir wollen nach deiner Ehre trachten, Herr. Wir wollen nicht auf unsere eigene Ehre schauen. Wir wollen unabhängig werden von Lob oder Tadel. Amen. Wir wollen deine Werke tun. Yes. Und wir beten, dass du, Entschuldigung, dass du ein tiefes Werk in uns tust. Amen. Ein tiefes Werk zuallererst in uns. Und dass du uns dann befähigst und mit Gaben ausstattest für die Werke, die du für uns gedacht hast. Ja. Herr, was für ein Vorrecht. Was für ein gigantisches, gigantisches, gigantisches Vorrecht. Dass du Werke für uns vorbereitet hast. Du hast es vorbereitet. Wir brauchen uns nicht irgendwelche Werke selbst auf den Rippen schneiden und irgendwas tun oder irgendwas schaffen, sondern du hast es vorbereitet. Und du willst sie durch uns tun, wie dieses Bild. Du willst es fließen lassen. Du willst es einfach geschehen lassen. Das Einzige, was wichtig ist, dass wir angedockt sind an dir, in der richtigen Position, an der richtigen Stelle, wo das einfach geschehen kann. Wie der Schlauch, wie die Elektroleitung oder was auch immer, oder wie hier eben dieses Zahnrad. An der richtigen Stelle positioniert. Und ich bete für meine Geschwister, Herr, dass du ihnen Weisheit gibst durch den Heiligen Geist. Wo ist der wirkliche Platz? Wo ist die Berufung? Wo ist die perfekte Positionierung, damit die Werke Gottes geschehen können durch jeden Einzelnen von uns? Kleine und große. Ja, Herr, du hast dieses Mädchen mit dem Down-Syndrom gebraucht, um einen Menschen zu retten. Nur durch Fragen, die es gestellt hat. Das ist ein Werk, was du getan hast. Das Mädchen hat nichts an eigener Kraft oder Intention gehabt. Und du hast es gebraucht. Und wenn du das tun kannst, so kannst du jeden von uns gebrauchen. Und wir danken dir dafür. Und wir sagen, wir wollen auch nicht darauf schauen, dass das Zahnrad super glänzend und toll ist und jeder das Zahnrad bewundern muss. Es ist vollkommen wurscht. Es ist ein Zahnrad, was auch irgendwann verschlissen sein wird und irgendwann wird es tot sein. Ja?
Aber bis dahin soll es laufen und die Werke des Herrn verkündigen. Yes. Und die Werke des Herrn tun und die Werke des Herrn yes. umsetzen. Er ist die Kraft. Er ist der ja. Herr. Es geht um ihn. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Es geht nicht ums Zahnrad. Es geht nicht um den ollen Schlauch. Es geht auch nicht um die Elektroleitung. Es geht um ihn. Seine Kraft muss hervorkommen. Yes. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Herr, und wir beten dafür, dass jeder Einzelne, der hier zuschaut, an den Punkt kommt, wo du ihn haben willst und wo yes. diese Kraft wirklich freigesetzt yes. ist durch uns. Dass er positioniert ist, dass du Weisheit gibst, Träume, Bilder, Visionen, klares yes. Reden, dass er weiß, wo bin ich. Vielleicht ist nur ein bisschen Feintuning notwendig. Vielleicht ist auch ein kompletter Shift notwendig. Aber das ist unser Gebet. Herr, dass du jeden yes. Einzelnen dahin bringst, wo seine Berufung ist und wo er erfüllt ist. Von dem, was er tut für das Reich Gottes. Herr, das ist unser Gebet. Und wir bitten dich darum, dass du jedem Einzelnen von denen, die jetzt hier zuhören und die das betrifft, dass du in das Herz hineinsprichst. Dass du in das Herz hineinsprichst und dass du Segen gibst. Dass diese Effektivlosigkeit, dieses Zermürbtsein, dieses Zerschlissensein, dieses Fürchterliche, wo so viele Leute einfach in einem Ding drin sind, wo sie sich so abmühen und so wenig passiert, dass das weggenommen wird. Und wir tatsächlich hineinkommen, dass die Werke Gottes durch uns wirklich Großes tun. Halleluja. Herr, wir wollen beten für alle Leiter, für alle Pastoren, die wirklich so viele Jahre des Dienstes schon hinter sich haben. Die jetzt sich auch wieder neu sortieren müssen, neu fragen müssen, was du für sie geplant hast. Herr, ich bete, dass du ihnen Weisheit und Erkenntnis deines Willens schenkst, dass du in ihr Herz hineinsprichst, dass du die, die ausgebrannt sind, mit neuem Feuer befeuerst, dass die, die ermüdet sind, dass du sie stärkst, dass die, die nicht wissen, wie es in der Gemeinde weitergeht mit dieser jetzigen Corona-Zeit, dass du sie neu mit deiner Weisheit, Kreativität erfüllst, dass sie genau wissen, was sie zu tun haben. Herr, ich bete, dass sie zu Zahnrädern werden, die glänzen, weil du ihnen Glanz gibst, die wirklich die Werke tun, die du für sie hast. Und dass du jedes Feuer, was ausgegangen ist, neu entfachst. Ja. Jeder Docht, der am Verglimmen ist, den wirst du anzünden. Yes. Und wir beten, dass das zu einem neuen Flächenbrand in unserem Land kommt. Absolut. Und ich bete für diejenigen, auch Pastoren, Leiter, aber auch einfach Gemeindemitglieder, Christen, ganz normale Leute, wo du im Lauf der Jahre durch die falsche Positionierung vielleicht einfach deine Zahnräder verschlissen hast, wo sie abgewetzt sind, wo sie vielleicht rausgebrochen sind, wo vielleicht das Zahnrad nur noch halb im Grunde genommen da ist, dass der Herr ein Wunder tut, dass er dich berührt und dass das komplett wiederhergestellt wird für den Dienst, den er für dich hat. Da brauchst du nichts von zu spüren, das ist einfach nur ein übernatürliches Wirken des Herrn. Ja? Das ist wie ein Schlauch, der überall Löcher hat, dass er ihn einfach berührt und den Schlauch hält, dass er wieder funktioniert. Dass es effektiv ist. Und dafür bete ich, weil ich habe den Eindruck, dass manche sagen, über die Jahre habe ich mir wirklich hier meine Zacken rausgebrochen. Und der Herr stellt sie dir wieder her, im Namen Jesus Christus. Ich bete dafür, dass jeder Einzelne, der sagt, ich habe so lange gearbeitet für das Reich Gottes und so wenig gesehen, dass du ihn, Herr, richtig positionierst, komplett wiederherstellst und Effektivität für das Reich Gottes schenkst. Yes. Und Herr, wir weisen jeden Raubzug des Feindes zurück, jedes Vorhaben, was er in die Wege leiten will, um das Zahnrad von der großen Kraft Gottes abzutrennen oder Sand ins Getriebe zu streuen oder ein Stecken in dieses Getriebe reinzukloppen, dass das Zahnrad nicht mehr in der Verbindung mit der großen Kraft Gottes funktionieren kann. Wir weisen diese Aktivitäten des Feindes zurück. Amen. Und wir sagen, verschwinde aus dem Leben der Geschwister, die eigentlich ihr ganzes Herz und Willen in diese Verbindung hineingeben wollen. Wir weisen den Feind in seinen boshaften Schlichen zurück. Wir sagen, verschwinde aus dem Leben. Und Herr, wir setzen jetzt diese Kraft frei, dass du in diese Menschenherzen neu hineinwirken kannst, dass sie neu
in diese wirkliche, wie soll ich sagen, sahnemäßig in diesen Fluss kommen, wo das Zahnrad wirklich sich stückweise wirklich in den Zähnen wirklich da reinfügt und dass dieser Sand aus dem Getriebe rausgenommen ist und dieser Stecken rausgenommen ist. Frisch gesalbt. Wie frisch gesalbt. Ja. In Jesus' Name. Ja, wir proklamieren das Öl des Heiligen Geistes, dass es genau in diese Zwischenfuge kommt und dass es wieder eine Leichtigkeit gibt für dich zu drehen in diese Kraft Gottes, dass du diese Leichtigkeit, dass es wie geschmiert läuft, dass du nicht mehr in diesem Heißen, in diesem Zerreißen bist, sondern dass es leicht wird, gerade für Pastoren, gerade für Leiter, gerade für die, die immer am Wort dienen, die immer frisch sein sollen. Wir beten, dass dieses Öl des Heiligen Geistes diesen, gerade diesen Zwischenbereich wirklich vollkommen ausfüllt. Amen. Und dass es ganz leicht wird, für dich zu dienen, weil du aus der Frische der Kraft Gottes lebst und daraus deine Kraft empfängst. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier zuschaut, und spreche aus, dass du die Fülle der Werke, die der Herr vorbereitet hat, für dich, dass du sie tust, dass sie geschehen durch dich, dass die Kraftübertragung da ist und dass das, was er möchte, wirklich in deinem Leben freigesetzt ist. Da sind beispielsweise die Errettung von deinen Lieben, von deinen Angehörigen. Da sind beispielsweise Heilung, Befreiung. Da sind beispielsweise Menschen, denen du das Evangelium bringst, die gerettet werden, wie dieser Milton Cunningham, einfach diesen Mann, der daneben saß. Das ist beispielsweise die Werke, Zeichen, Wunder Gottes, die er durch dich tun will. Ja. Denk an den Gelähmten von Petrus und Johannes. Ja? Dinge, die er bewirken will. Ja? Segen, Versorgung, Gnade, Werke, gerade egal wie sie aussehen mögen, dass die freigesetzt sind. Was immer der Herr durch dich tun will, soll freigesetzt sein, damit es geschieht, weil du in der richtigen Position bist. Ja? Und weil du effektiv im Reich Gottes funktionieren kannst. Yes. Für dich der größte Segen, in Jesus' name. Für die Werke der größte Segen, für die Menschen, die dranhängen, für der größte Segen und letztlich für den Herrn auch der größte Segen, weil er dann happy und zufrieden ist, weil genau dafür hat er dich geschaffen. Amen. 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 Yeah. Cool. Wunderbar. Damit sind wir am Ende. Besorg dir das Buch, wenn das Thema Berufung dich betrifft. Besorg oder dir das andere Buch, Heiliger Geist. Wenn das Thema Heiliger Geist und Geistestaufe dich betrifft. Ja. Und ansonsten, ja, wollen wir einfach dir einen super coolen Weg mit dem Herrn wünschen. Gott hat mehr für dich. Er hat mehr für dich. Er greift es für dich einfach. Bis nächsten Freitag. Ich habe den Impuls, dass ich mal über den Himmel spreche. Ja, Himmel. Das ist doch mal ein cooles Thema. Solltest du dabei sein. Ja. Himmel. Okay. Also, bis zum Himmel. Alles Gute, eine gesegnete Woche, wirklich in den Herausforderungen zu stehen, in der Kraft Gottes. Amen. Gott hat mehr für dich. Sei gesegnet, Gott hat mehr für dich. Ciao. Ja.